Dass Samus es nicht irgendwann über hat. Ständig fängt sie eine Mission an, verliert am Anfang fast ihre komplette Ausrüstung und darf sie danach erst mühsam wieder zusammensammeln. Doch sie macht es weiter. Doch sie macht es einfach weiter und kämpft jetzt in Metroid Dread gegen Parasiten, Piraten und Roboter. Dabei zeigt uns Mix Selected in Any Person No Major Glitches, wie das funktioniert. Ach ja, Metroids sollen gerüchteweise auch vorkommen. Ja, willkommen zu Metroid Dread. Und ja, es wurde schon gesagt, Any Percent NMG, also No Major Glitches. Ist nicht die alleraktuellste Route, die ich benutze, aber wird trotzdem cool. Sehr, sehr cooles Movement in dem Spiel. Neben mir habe ich den Mond sitzen, den kennt ihr von eben noch. Hi, ich bin schon wieder hier. Ich habe den heute Morgen kurzfristig gefragt, ob er mit kommentieren will. Und ja, weil er hat auch schon mal ein Race von mir kommentiert, deswegen weiß er ungefähr, was passiert. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja, aber das werden wir sehen. Ach, passt schon. Und ja, das Incentive läuft noch. Das ist ein optionaler Boss, den wir hier besiegen können. Normalerweise skippen wir den. Und ja, das sind 100 Euro. Ich glaube, da ist noch gar nichts drin. Und ihr habt aber jetzt noch so ungefähr 45 Minuten Zeit. Und ich würde an die Technik geben, denn Time startet in 3, 2, 1, go. Go. Yo, Metroid Dread. Wunderschönes Spiel. Erstmal muss man auch nochmal dazu sagen, also das hat mir auch Mix Selected nochmal vorhin erzählt, dass es tatsächlich noch mehrere Unterschiede gibt, was die Lasersequenzen angeht bei Metroid Dread, weil Leute spielen ja eventuell auf einer OLED, manche spielen noch auf der alten Switch und die OLED hat tatsächlich noch mehr Ladezeiten als die normale Switch. Ja, also für einen kompletten Run hochgerechnet ungefähr 10 Minuten mehr als die alte Switch, deswegen ich run jetzt auch auf meine alten, ich habe beide. Ja, genau. Und auch wichtig, Digital ist deutlich schneller als Physical. Das also ist meistens bekannt, dass es halt schneller ist. Jo, auf jeden Fall erstmal hier ganz normal, wir sind hier angekommen mit Samus auf diesem Planeten, haben natürlich so gut wie es geht fast alle Abilities verloren, die wir bekommen haben. Was wir hier auch gleich machen werden, ist halt auch ein ganz cooler Trick. Das dauert noch ein bisschen, erstmal reden wir hier ein bisschen mit Adam. Wir werden Adam sehr oft sehen. Leider. Sehr oft sehen, leider. Leider. Weil quasi ist Adam unser Speicherpunkt und unter anderem sagt er halt uns auch so ungefähr, wo wir hin müssen. So, hier haben wir auch eine kleine Cutscene-Sequenz, die können wir ja nicht skippen, weil bringt uns quasi den Counter bei, Tutorial, den wir machen können. Ja. Genau, Tutorial. Also wir lernen hier ein Tutorial quasi, ein paar bisschen Movement. So, was wir aber gleich demnächst sehen werden, ist ein sehr cooler Skip. Der ist auch theoretisch gar nicht mal so schwer, der ist aber ein bisschen sehr precise. Komme ich auch gleich dazu. So, und das macht er gerade in dem Moment. Das ist hier der sogenannte Emmy-Skip, weil hier gibt es Roboter, die wir Emmys nennen, oder die heißen Emmys. Und die sind ein bisschen doof. Die geben uns nämlich nachher auch unsere ganzen Fähigkeiten. Und was er hier versucht, ist gerade die ganze Zeit mit einem Slide und dann quasi nach im richtigen Winkel und allem drum und dran im richtigen Moment diesen Blob da zu erwischen, weil dann geht eine Explosion. Dadurch macht er den Skip. Hier müssen wir den noch einmal machen, damit das Ganze überhaupt mit dieser ersten Emmy geskippt wird. Das nennt sich dann Emmy-Skip. Den können wir halt am Anfang ein bisschen machen. Funktioniert tatsächlich sehr gut. Wir gehen hier von der Ledge runter quasi mit einem Slide-Dash, um dann hochzuspringen und genau im richtigen Moment quasi anzuvisieren und abzuschießen. Das kann schnell gehen, kann aber auch sehr schnell nach hinten losgehen, deswegen ist es ein sehr schwieriger Trick. Kann ein bisschen Zeit fressen, aber ist immer noch safer, als wenn man die erste Emmy macht, weil das spart trotzdem nach wie vor Zeit. Und ihr seht, er tritt manchmal immer den minimal daneben. Das ist sehr tricky tatsächlich, der Trick hier. Genau, es ist ein sehr trickiger Trick. Man muss halt versuchen eigentlich, also was man am besten Fall versucht, also ihr seht ja, wie das eigentlich vom Alignment ist hier, ne? Ihr seht die Ledge und genau darüber ist quasi so dieser kleine Mini-Hügel, sag ich mal, oder so ein Gestein und da am besten versuchen irgendwie anzuwiesen. Hey, auch. Sehr gut! Der erste Treffer ging so schnell, meistens ist es immer der zweite, der halt extrem lange braucht. Eben so. Bei dem ersten Glitch, bei dem ersten von den zwei war es auch so, die ersten drei Treffer konnte ich, danke, dass ich treffe, die ersten drei konnte ich einfach so machen, der vierte musste ich von der anderen Winkel machen, weil wenn der Block auf mich gefallen wäre, wäre das als Out-of-Bounds und das Spiel hat so einen Out-of-Bounds-Detektor und sobald man Out-of-Bounds ist, killt das Spiel einen instant. Genau. So, hier haben wir schon mal einen unserer ersten Bosse, den wir halt quasi komplett geskippt haben mit Emmy. Also den, sehr cool ja, ist. Den Boss nicht. Normalerweise ist die Progression im Spiel, man holt sich erst den Charge-Beam. Genau, man holt sich den Charge-Beam und dann macht man den, aber brauchen wir nicht. Wir haben Raketen, wir machen den mit Raketen und wir wissen ungefähr, wie er aufgebaut ist. Von daher ist es eigentlich ganz. Das Problem ist jetzt halt, ich habe ein paar sehr viele Schüsse daneben geschossen, aber ich bin schon in der zweiten Phase. Ich kann jetzt einfach den Orb abschießen und dann wird er auch gleich wieder sichtbar.
Nämlich jetzt und ich krieg Munition. Richtig. Und in dem Fall können wir jetzt hier nochmal den Counter machen. Den Counter machen wir nicht komplett zu Ende, sondern warten noch teilweise, weil die Schüsse, wenn wir so einen Counter machen und eine Animation kommt, dann ist unser Angriff ein bisschen langsamer. Hier haben wir die Phantom Cloak. Phantom Cloak ist tatsächlich auch ein Progress-Item, was wir brauchen, weil manche Areale, um halt durch eine Tür zu gehen, müssen wir halt unsichtbar sein. Das bewirkt dieser Phantom Cloak. Man sieht es auch gleich. Ja, deswegen ist eigentlich ganz cool gemacht. Und ja, also durch diese ganzen Cutscenes, die man auch so nach dem Counter bekommt, die machen weniger Schaden. Deswegen wartet man meistens ab oder man versucht nicht direkt diese Cutscenes-Kämpfe zu machen. Ja. Also man schießt normalerweise sogar schneller während diesen Sequenzen, genau. Aber Nintendo hat oder Red Bull Games hat das, glaube ich, gemacht. Die haben das so geskriptet, dass man nur halben Schaden währenddessen macht. Genau. Und deswegen lohnt es sich nicht, die zu aktivieren. Genau. So, hier reden wir wieder mit Adam, wie schon oft erwähnt. Jetzt wird Adam immer mal wieder angesprochen. Meistens immer, wenn man ein Update hat. Meistens. Immer wieder mal, auch zwischenzeitlich. Wenn man im neuen Gebiet ist, hey, du bist jetzt hier. Oder einfach, hey, mach jetzt einfach mal das hier. So, und hier haben wir dieses Gebiet. Also ihr seht dieses Gebiet, dass es so ein bisschen am Flimmern ist. Das ist gewollt. Das ist nämlich das mit dieser ersten Emmy. Und die Emmy haben wir komplett geskippt in dem Fall. Also die erste Emmy ist tatsächlich die Broken Emmy. Die haben wir geskippt. Die Emmy hier gibt es tatsächlich. Jedoch muss man von einem sehr spezifischen Raum kommen, damit die überhaupt erst existiert. Ja. Und diesen Raum haben wir geskippt. Deswegen, wir werden die Emmy triggern, wenn wir bereit sind, sie zu besiegen und nicht vorher. Genau. Also wir triggern sie ein bisschen später. Etwas später, aber wir werden sie auf jeden Fall triggern. Wir haben halt 6 Emmys, glaube ich, die wir machen. Wenn man die letzte Cutscene-Emmy mitzählt, ja. Ja, dann sind 6 Emmys. Nehmen wir die mit? Eigentlich ja. Wir nehmen sie mit, nur man macht da halt nichts. Nee. Das stimmt. So, hier ein kleiner Trick, der ein bisschen schwierig sein kann, aber sehr gut, hat er sehr gut gemacht. Finde ich sehr gut. Spart in etwa 20, 30 Sekunden, wenn man dann unten nicht durchs Wasser muss. Es ist ein bisschen schwierig, den auch zu machen. Also es ist wirklich etwas sehr precise, da hinzukommen. Ich weiß, ihr hattet es mir mal erklärt. Das war auch einer der Tricks, die ihr mir mal erklärt hattet, wo ihr euer Race hattet. Yeah. Ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe Metroid Dread jetzt das letzte Mal, wie gesagt, kommentiert, wo das als Race war. Und hier sehen wir auch diesen Trick, weil in dem Fall können wir wenn wir an einer Wand hoch jumpen, also einen Walljump machen, zusätzlich noch unseren Melee-Counter-Angriff machen, was in dem Fall auch Mika zweimal gezeigt hat. Ihr habt ja gesehen, dann schlägt Samus quasi in die Höhe. Gehen wir auch höher und können halt quasi auch direkt in der Nähe und sind auch von der Position her näher an der Ledge dran, als eigentlich gedacht. Was sehr cool ist. Und hier haben wir unseren Charge-Beam. Ganz easy. Das Item, was man normalerweise zuerst holen soll. Also, man macht zuerst denselben Loop, wie ich es gemacht habe, oder einen ähnlichen Loop. Hier zum Charge-Beam und dann geht man erst nochmal rum zu dem Boss, den ich eben schon gemacht habe. Genau, wir müssen auch jetzt nochmal einen Loop laufen, aber normalerweise macht man, glaube ich, fast 3 im ersten Gebiet. Und wir machen nur so 1,5. Von daher, es ist eigentlich ziemlich entspannt, wie Metroid Dread aufgebaut ist. Es ist ein sehr cooles Game auch zum Speedrun, bin ich ehrlich. Ich habe es ja selber auch mal gerannt. Jetzt nicht so extrem mit Neuerungen, die Mick halt nutzt, aber es ist eine sehr coole Kategorie zum Runnen. Macht auf jeden Fall Spaß. So, hier gehen wir ein bisschen rum, gehen wieder hoch, Walljump. Walljumps sind super, super nützlich. Wir können auch, wenn wir gecharged sind, tatsächlich die Gegner ziemlich schnell besiegen, weil wenn wir dabei jumpen, haben wir wenigstens auch nochmal so einen Charge. Ja. Jump, sag ich mal. Das ist die Pseudo-Screw-Attack, ja. Genau, die Pseudo-Screw-Attack. Ziemlich praktisch, ziemlich nützlich, gerade Early-Game-technisch sehr gut. Deswegen seht ihr eigentlich fast immer, dass er komplett voll gecharged ist. Im Early-Game, ja. Ja, im Early-Game, natürlich. Später brauchen wir gar nicht reden. Wer will denn später sehen? So, hier sehen wir übrigens die Phantom Cloak das erste Mal richtig. Nee, da sind wir eben auch zweite durch, Mal. Ja. Ja, sehen wir das zweite Mal, weil, wie gesagt, müssen wir... Das ist auch ziemlich cool, wenn ihr die Phantom Cloak anhabt, seid ihr ziemlich langsam, aber ihr könnt quasi während ihr Slide Dash die Phantom Cloak anmachen, was euch auch ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen was sparen kann. Ihr seid dann halt nicht ganz so langsam, nur für den Rest der Passage. So, hier sind wir schon mal an einer sehr tollen Stelle, laufen hier durch so einen Tunnel durch, wo die Magma ist. Gehen jetzt hier ein bisschen runter, gehen hier links lang. Also man muss es auch auswendig kennen, das ist ein bisschen sehr verwirrend, wenn man es das erste Mal speedrun. Oh ja. Also ich weiß, wie oft ich mich verlaufen habe. Den Weg lernen und sich nicht verlaufen, das ist sehr, sehr spezifisch. Oh ja, definitiv. Vor allem, weil alle Emmy Areas gleich aussehen. Ja, definitiv. Gerade die Emmy Areas sehen alle sehr, sehr, sehr gleich aus. Aber werdet ihr auch noch früh genug sehen, dass die alle gleich aussehen, also von daher, mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf die linke Seite. Ihr seht, er hatte gerade etwas aktiviert. Das sind so diese Magma-Erhitzungsprogramme im Prinzip, die wir aktivieren müssen. So eine Schalter, damit halt woanders die Tür aufgeht. Hier drücken wir noch einmal mit Adam.
ich mag Adam nicht. Und wir mögen alle Adam nicht. Ich meine, Spoiler, Spoiler, das Spiel ist alt genug, das ist nicht Adam. Nein, das ist nicht Adam. Es ist Emmy. Adam ist nur eine weitere Emmy. Was? So, und ihr seht ja diese Rohre, wo diese Energie quasi mit der Lava durchgeht und die müssen wir halt alle aktivieren, damit wir halt vorankommen. Na, ja, hier versucht er nochmal. Boah, wunderschön gerade. Sehr schön gemacht. Also, es ist nicht ganz. Es sieht einfach aus, ist aber nicht der Skill. Ja, ich habe da am also Anfang dieser Loop, ein bisschen gebraucht. Dieser Loop ist nicht wirklich einfach. Ich weiß, Racer hast du das mal vor ein paar Jahren, das richtig krass einfach First Try hinbekommen. Da hatte selbst Flo seine Probleme, aber er ist nicht einfach. So, ja. Hier können wir eine Cutscene skippen. Hier haben wir unseren ersten Core, den wir besiegen müssen. Also wir kriegen meistens so eine Course, die wir besiegen müssen. Danach kommt eine sehr coole Sequenz, werden wir auch gleich sehen, was dann passiert. Im Prinzip stellen wir uns einfach erstmal hin, mashen halt unseren Laser durch. Wir müssen halt mit dem Beam arbeiten. Charge Beam ist in dem Fall langsamer, weil bringt nichts. Später schneller, aber... Ja. So, und da kommt die erste Emmy quasi. Wir haben die Central Unit, genau so hießen die, ne? Central ja. Units haben wir besiegt. Jetzt kriegen wir so einen Omega Stream Charge und Omega Blaster. Wow, wunderschön, können hier durch. Und jetzt kommt quasi die erste Emmy, die wir besiegen müssen. Und wir können sie auch direkt besiegen. Normalerweise sind da immer diese Verfolgungsjagden, wo man der nichts antun kann und genau. Dann immer ein bisschen sketchy sind. Also man kann auch theoretisch, also so wie er es macht, ist halt die schnellste. Das war dumm. Ich hatte die falsche Paste losgelassen. Ah, zu früh. Und zu früh. Okay, erster Tod, aber also, ich spende nicht mehr tot. Muss man auch noch mal kurz dazu sagen, also es gibt so Momente, wo die Emmy halt euch ergreift, wir können daraus natürlich entkommen mit dem Counter, aber das Problem ist meistens, entweder dass man sehr früh oder zu spät, ihr seht es zwar leicht aufblinken, aber es ist immer unterschiedlich, von daher, es ist schwierig. Also jede Emmy ist so ein bisschen eigensinnig, was Countern angeht. Ja. Also deswegen die haben auch mehrere Patterns. Ja, definitiv. Und die Reaktionszeit wurde mal von Speedrunnern gemessen, das ist gerade so im Bereich der menschlichen Reaktionszeit. Genau, was er zum Beispiel macht, ist eine sehr coole Strat. Er kann halt einfach rüberhüpfen, geht auf die andere Seite, nutzt halt weiter diesen Erhitzungsbeam, sag ich mal, damit ihr habt ja gesehen, die Emmy hatte dann war auf einmal sehr am Erglühen am Kopf, weswegen wir dann den Schild wegmachen, können dann einen Omega Blaster machen, um halt sie zu besiegen. Und wir kriegen dann jetzt auch die nächste Fähigkeit. Was ich tatsächlich eben auch machen wollte, schon die Strat, nur eben habe ich Schießen losgelassen und nicht aimen. Deswegen habe ich einfach nicht mehr weitergeschossen, aber bin auch nicht gelaufen, weil ich als noch geaimt habe. So, jetzt haben wir Spider-Magnet bekommen. Ihr werdet es schon gesehen haben. Wir haben so teilweise an den Seiten von den Wänden oder an gewissen Passagen haben wir so einen kleinen blauen Magnetfelder. Und mit diesem können wir uns quasi dahin seilen. Unter anderem hat es noch einen sehr coolen Aspekt, den auch für einen Trick sehr cool zu benutzen ist. Darauf kommen wir aber auch noch später. Echt? Diesen External Grab? Machst du den? Ich weiß gerade nicht, welchen du meinst oder was du meinst. Ich meine, da gab es einen Extended Grab, den du machen kannst, wo du quasi einmal dich umdrehst damit und dann da was grabst. Oder sie ist schon wieder zu alt. Sag mir nichts. Okay, wir gucken wir mal. Vielleicht meine ich das, was es sein könnte, aber vielleicht machst du sie auch gar nicht. Also es gibt höchstens einen, den Adam Safe Skip, aber den mache ich nicht. Der ist zu schwer. Adam Safe ist wirklich schwer. Ja. So, gucken wir einfach mal so. Hier wieder, wie gesagt, Slide Dash und dann halt die Cloak aktivieren. Super entspannt, super easy. Kann man halt machen. Bringt halt auch sehr viel, weil, wie gesagt, man ist super langsam unterwegs. Vor allem, ich glaube, du hast sogar ein Zeitlimit bei der Cloak, ne? War das nicht so? Ja, links genau, oben. Genau, jetzt hab ich den Slide zum Beispiel nicht getroffen. Ja, und ihr habt so ein Zeitlimit, wie lange die Cloak aktiv ist. So, genau hier können wir jetzt erstmal die Viecher aber besiegen. Ja, ich halte mich nicht fest. Möchtest du dich nicht da festhalten? Nein, bloß nicht fest. Also man kann den Raum tatsächlich auch mit Damage Boost skippen, aber das ist ein bisschen sehr knapp immer. Es ist auch sehr tricky. Sehr, sehr finicky, ja. Ja, ist es auf jeden Fall. So. Genau, hier gehen wir jetzt in den Teleporter rein, weil wir werden jetzt uns woanders hin teleportieren. Das erste Mal woanders hin, wir sind jetzt raus aus der Ataria. Und gehen nach Kataris. Ein ziemlich cooler Ort. Sehr heiß. Ja, ich mag den ersten Wizard nicht, weil der erste Wizard ist einfach, geh dahin, leite hier Wärme um. Das, was ich ja schon gesagt habe, dass wir, wo wir halt so diese, wo ihr diese Rohre gesehen habt, das machen wir jetzt eigentlich beim ersten Wizard von Dings tatsächlich sehr oft. Fast eigentlich nur. Ich habe tatsächlich, Fun Fact, ne, wo ich das durch hatte, habe ich echt gedacht, ich bin stuck. Weil ich hab vergessen, in dem Spiel, in Metroid existieren unsichtbare Wände. Ja. Gut, weiß man nicht, wenn man das erste Mal so spielt, weil ich habe vorher noch nie Metroid gespielt. Metroid war das erste. Speaking of. Genau, die habe ich nicht gefunden. Und die muss man gehen. Ja, die muss man gehen, ich habe die nicht gefunden. Ich habe echt gedacht, das Spiel will mich verarschen und ich habe das Spiel kaputt gemacht.
Ach, Adam. Ach, also, ihr werdet es noch leider öfter sehen. Yeah. Loading Data. So in etwa. So, aber ich habe gleich eines meiner Favorites im Run. Diese Gegner fliegen auf einen zu und explodieren, aber hört mal zu. Ah, hat nicht funktioniert. Okay. Oh, ich glaube, ich weiß, was. Weil meine Strats ist, ich springe immer an dem vorbei und mache den Counter. Und normalerweise stirbt er dabei nicht und er macht dann einfach so ein richtig schönes Slap-Geräusch. So. Ja. so ein Geräusch. So, jetzt haben wir schon einmal eine Energiequelle wieder weitergeleitet. Ihr seht das, wie gesagt, an diesem wunderschönen Rohren. Die anderen sind noch deaktiviert. Das kann man wirklich wunderbar sehen. Hier drehen wir uns um, weil wir noch mal ein bisschen Charge wollen. Kleine Zeitersparnis. Ja. Weil wenn ich die Kamera da hochscrolle, ist das Gate da oben schon auf. Normalerweise scrollt das erst auf, wenn es in der Kamera ist. Genau, ist es richtig. So, hier können wir uns auch quasi die ganze Zeit hoch... Wie habe ich den jetzt nicht getroffen? Ich weiß es nicht. Sah sehr interessant aus. Ja. So, wieder erstmal chargen, weil wir müssen da gleich weiter. Ich könnte hier 2 Sekunden sparen und oben durch den heißen Raum gehen und einen Hellrun machen. Nein! Die sind in dem Spiel extrem hart, weil hier ist es nicht wie bei alten Metroids, dass man einfach konstant Schaden nimmt als Tick, sondern man nimmt konstant Schaden als Tick und es steigt. Es steigt tatsächlich. Also das erste Mal nimmt man irgendwie 10 Schaden, das zweite Mal nimmt man dann... Nächste Emmy! Okay, bist du an einer guten Stelle? Nein, bist du natürlich nicht. Die Emmy ist da oben. Übrigens auch ganz witzig, die Emmy kann uns sehen. Also, jetzt kommen Emmy, die uns auch so in dem Moment einfach verfolgen, weil die haben dann so einen gewissen Radius, womit sie uns dann sehen können. Und die hören unsere Schritte und Schüsse auch. Deswegen ist es manchmal echt blöd. Ihr seht es jetzt gerade, da war der Radius wieder. Sie sehen das. Aber in dem Moment ist es jetzt gerade irrelevant. Wir müssen zwar öfter wieder hin und her. Manchmal kann die Emmy auch ganz blöd stehen und steht genau dann, wenn du aus einer Tür rauskommst, genau an dem Eingang. Kann auch vorkommen. Ist auch so leicht ein bisschen RNG-lastig, aber im Normalfall eher weniger. Das ist normal, dass die Emmy hier ist. Genau, das ist normal. Ich einfach hier dran. Da muss man auch übrigens kurz sagen, können wir die Phantom Cloak nutzen, dass uns die Emmy in dem Moment gerade nicht sieht. Ja. Deswegen springen wir dann da oben ran, weil das funktioniert. Du kannst, während du die Phantom Cloak hast, wenigstens noch hochspringen, damit das halt alles entspannter ist. Und danach ist es eigentlich easy peasy. So, hier aktivieren wir gerade mal wieder so einen kleinen Energieschub für den Rollator. für die Fahrstühle, sage ich jetzt einfach mal. Also wir aktivieren den Rotor, damit quasi wir auch nach oben und unten kommen. Es ist ein Plattformer, das heißt, wir haben solche Mechaniken drin. Hier ein wunderschöner Counter übrigens, wenn man auch slide, also wenn man rennt und quasi einen Angriff macht, dann ist es meistens auch noch schneller. Ja. Das ist übrigens auch das, was dieses Spiel drastisch vom letzten auf dem 3DS abhebt, das Metroid 2 Remake. Da konnte man zwar auch schon countern und das war auch spaßig, aber man musste für alles stehen bleiben und hier, man kann Running Counter machen, Du kannst Slide Counter machen. Das werden wir auch nachher noch eine Weile sehen, weil das wird auch sehr wichtig für später. Für ganz, ganz später. Aber nicht so viel später. Ja. Und die Sachen sind eigentlich ziemlich cool zu machen. Die Tricks sind absolut insane gut. Also muss die Tricks und das Movement fühlt sich halt einfach so flüssig an. Also ich muss auch sagen, dafür, dass ich das... Also das war mein allererstes Metroid-Spiel, was ich überhaupt angefasst habe. Und ich fand das Movement einfach so schön. Es war so flüssig. Es ist ein sehr gutes Spiel, kann ich echt nur empfehlen. Also nicht nur unbedingt als Speedrun. Der Speedrun ist ein bisschen tricky. Muss man auch sehr viel practicen. Aber ansonsten so für ein Casual-Gameplay absolut super empfehlenswert. Kann ich nur empfehlen. Also ich glaube, das können wir alle empfehlen. Ja. Also ich bin zwar auch ein super Fan von Super Metroid, aber da sehe ich sogar ein, gerade für Neue, das Spiel kann sehr clunky sein. Ja. Aber das hier nicht, das Movement von dem Spiel ist einfach so flüssig. So, hier versuchen wir so weit wie es geht. Also was er macht, ist, er schießt halt, während er nach oben geht, nach unten, damit er den Weg schon mal frei hat. Manche können, also hier kommen wir. Es ist einfach nur schneller, dass man sich halt die Zeit spart. Hier kommen wir so ungefähr in einer Stunde nochmal vorbei. Ja. Deswegen habe ich das schon mal aufgeschossen. Deswegen, das machen eigentlich alle. Speedrun, das 50 Minuten. Mal öff. Meinst du? Ja, in einer Stunde bin ich da, wo ich Crossbombs und das Ganze bekomme. Ja. Was? Crossbombs? Was ist das? Werden wir sehen. Ich habe was gespeichert. Das kostet Zeit. Ja, speichern kostet Zeit. Nee, aber eigentlich, wie gesagt, das Speedrun ist super cool. Gibt hier sehr coole Mechaniken, die man nutzen kann. So, die Emmy, hier gucke ich immer auf die Karte, weil die Emmy kann genau hier stehen, dass man das runterfällt ist richtig und einen Blindfall auf die Emmy macht. Ja. Aber da muss man immer mal wieder auf die Karte. Ihr seht die Karte oben rechts, ist zwar ganz klein angezeigt, aber damit könnt ihr halt arbeiten. Ja, das sieht man hier eben als roten Punkt. Genau.
Hier ist die Emmy gleich auch sehr spezifisch an einem Punkt, aber auch immer. Da oben in der Ecke. Nee, rechts unten an der Tür, aber. Ja. Aber da springe ich dann einfach immer drüber und aktiviere im Sprung. Ach, ich find oben auch ganz schlimm. Ja, und aktiviere dann im Sprung einfach Phantom Clock. Das funktioniert eigentlich immer ziemlich gut. Ja, genau. So, hier aktiviere nochmal den anderen Rotor dafür. Rotor, Motor, wie auch immer. Rollator. Aber wenn man es mal so sieht, könnte es ein Rollator sein. Ein Teil von einem Rollator. Jo. So, jetzt haben wir die Lava komplett durch. Das heißt, wir können jetzt auch gegen den ganzen Weg. Es ist sehr viel hin und her, also sehr viel mit Backtracking zu tun. Das muss man im Metroid leider lassen. Du hast sehr viel Backtracking. Aber ich finde, das geht hier immer noch eigentlich sehr entspannt. Am Anfang ist es sogar noch eigentlich sehr relativ in Ordnung. Später macht man noch ein bisschen mehr Backtracking, aber da hat man noch mehr Progress. Von daher, alles entspannt. Wir werden jetzt auch gleich demnächst dort unten hingehen, wo die Lava ist. Müssen wir auch, weil ansonsten kommen wir nicht voran. Da bin ich nicht weit genug gesprungen. Zu früh. Weil die haben halt auch unterschiedliche Timings. Das kommt nicht immer an der gleichen Stelle, sondern es ist random, ob die kurz, mittel oder lange warten. Die haben sehr verschiedene Pattern deswegen. Also man steht da jetzt wieder da. Ja. So, und ich will mich da nicht mal festhalten, aber irgendwie habe ich da gerade. Irgendwie habe ich da gerade gestruggelt. Naja, aber dafür ist sie nicht weitergelaufen. Ja. Also kann man sehen, wie man will, entweder ob das jetzt gerade Glück war oder nicht, ansonsten hätte sie sich sogar eventuell nochmal schnappen können. Nee, die laufen da immer weiter. Ja. Also da kommt man kann da immer rechts an der Tür landen. Aber eben habe ich den Sprung gewifft und diesmal habe ich ihn zu weit gemacht. Ja. Kommt vor. Ja. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Da war ja die Lava, die wir vorhin hatten. Ziehen das Teil erstmal runter, gehen wieder zurück, damit wir quasi diesen Weg da oben nochmal lang gehen können gleich. Weil wir müssen jetzt einmal komplett rum, dann gehen wir da hoch, gehen nach links, richtig. Ja. Hey, ich weiß doch, wie das Spiel funktioniert. Ich bin selber erstaunt. Hey, einer von zwei E-Tanks, die wir mitnehmen. Genau, wir nehmen zwei E-Tanks mit. Also man kann auch mehr mitnehmen, aber... Ja, für Safety First, für Safety First kann man mehr Energy Tanks mitnehmen im Normalfall. Wenn man gut ist und confident in dem Speedrun ist, nimmt man nur zwei Energy Tanks mit. Ich glaube, wenn man ganz gut ist, lässt man den nächsten sogar aus. Ja. Aber da muss man sehr gut sein. Yeah. Da musst du sehr confident mit dir selber sein. Also bei den meisten Bossen bin ich's, aber gerade Marathon Safety ist da schon... Ja, Marathon Safety ist immer ganz wichtig, nehmen wir auch alle mit. Safety First. Wollen ja keinen unnötigen Mercy Kill hier verursachen. Eigentlich hatte ich auch vor, während jedem Emmy-Crap zu spenden, den ich nicht schaffe zu countern. Aber Jetzt hast du schon zwei. Ja, das Problem ist, ich kann es mir sowieso nicht leisten, also. Deswegen leider nichts von mir. Das zügig. Aber hey, jeder, der das machen will, feel free. Alles für einen guten Zweck. Genau. 10 Euro habt ihr schon. Ihr könnt euch auch zusammensetzen und es aufteilen. Wenn ihr 10 Leute seid, könnt ihr wenigstens das aufteilen auf 1 Euro pro Person. Würde funktionieren. Ja. Dann habt ihr schon beides voll. Jo, Z, danke. Ja, und übrigens, auch an die anderen toller Zug, muss man sagen. Finde ich sehr interessant. Kann man übrigens auch nicht skippen, aber ist tatsächlich auf der Digital nach wie vor schneller, als wenn man die Physical hat. In dem Fall, ich habe die Physical, ich habe nicht die Digital. Naja, ich war gerade bei einem falschen Gebiet. Ich dachte, ich wäre schon weiter im Run. Nee. Nicht wirklich. So, wir gehen hier runter, weiter runter, weiter runter. Die Dinger sind auch nervig, diese Spike-Räder. Absolut arschig. Können nervig werden, müssen nicht, wenn man weiß, wie die landen, aber im Normalfall ist das halt auch so eine Sache. So, hier ist übrigens, wie ihr seht, der ganze Raum ist dunkel. Warum auch immer, wir müssen das mit dem Strom... Oh, schöner Counter gerade. Der war schön. Danke. Der funktioniert nicht immer, aber ist auf jeden Fall schön angesehen. Also, wie gesagt, auch diese Counter-Mechanik in dem Spiel, alleine für Casual-Gameplay ist das eigentlich so geil. So, hier schalten wir jetzt den Strom an, weil dann wird das auch alles Licht, das heißt, es geht alles an. Heißt aber auch wiederum, wir sehen eine Emmy. Nee, hier noch nicht. Nee, später. Aber gleich auch in dem Gebiet. Ja. Die nächste, die schlimmste von denen. Aber die auch das beste Item hat. Ich wollte gerade sagen, die gibt uns das beste Progressive Item überhaupt. Ja. Aber weißt du, was ich mir gerade so eigentlich vorstellen könnte? Metroid Dread Randomizer. Gibt's, glaube ich, sogar. Gibt es? Gibt's sogar. Cool. White Beam! So, White Beam, ich glaube, muss ich für die meisten nicht erklären, kann ich aber trotzdem erklären. Ihr seht da unten so eine Tür, die hat so drei Punkte, sag ich mal, und ein White Beam ist im Prinzip, dass wir einfach jetzt einen Dreierschuss haben statt Einser.
Für die Super Metroid-Fans ist es der Spacer. Ich kann nichts mit anfangen, aber du kannst mehr damit dem Begriff anfangen. Aber White Beam klingt schon ganz gut. Ich weiß, dass wir einige Struggler hier auf dem Event haben. Da kann man das nochmal erwähnen. Ich glaube, dann bin ich hier ganz falsch, wenn ich sage, weil erst das Metroid-Teil war Metroid Dread. Aber ich hatte tatsächlich überlegt, auch nochmal Super Metroid zu spielen. Irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Das ist immer so die Sache, wenn man Zeit hat. So, hier seht ihr auch so ein paar Türen, die lassen sich nicht ganz so... Oh, der Skip war wichtig übrigens. Also man kann auch oben rumgehen. Man kann auch oben rumgehen, aber der da unten ist schon, sage ich mal, wenn man den hinkriegt... Ich glaube, beim ersten Visit ist er noch nicht ganz so wichtig, erst beim zweiten. Nee, beim zweiten muss man sowieso oben rumgehen. Ja, ja. Ey. So, hier diese Blöcke sind ja so finicky. Den Stick einen Grad off von genau 90 Grad und du triffst nicht mehr alle drei. Ja, richtig. Das ist halt tricky. Gibt manche Türen, die müssen wir halt auch mit einem Charge-Beam machen. Manche lassen sich halt auch nur mit Rockets aufmachen. Kennt man aus Metroid. Die Türen lustiger, also die White Beam-Türen, die gehen sogar, aber diese Blöcke, die man nach hinten schiebt. Ja, ja, die sind wirklich so schlimm. Die sind wirklich schlimm. Ihr müsst nur ganz leicht dezent off sein und dann ist eigentlich schon vorbei. Ich meine, man könnte jetzt sagen, hey, du kannst ja den Stick loslassen und schießen, aber das ist immer noch ein Speedrun. Wir wollen den Stick nicht loslassen, wir wollen nicht stehen bleiben. Das wäre ja auch zu einfach. Ja. Ach, Ladebildschirm. Geil. Sehen wir noch einige von. Oh, weg ist er. Hoppala, na Mensch. Wir kommen noch gleich durch den Teleport- oder Ladescreen-Simulator. Genau. So, jetzt sind wir wieder zurück. Wir sind jetzt wieder zurück in Kataris. Wie gesagt, ihr werdet eine Menge Backtracking sehen. Weil jetzt haben wir nämlich die Tür frei, können da runtergehen, zack, hier rüber, wo die Emmy wieder ist. Ja, wo steht die? Ne, hier ist dieses Mal ist sie nicht da. Die ist auf der anderen Seite. Oh, da unten ist sie. Ja, das ist normal. Das, ja. Weil jetzt kommen wir auch zum Emmy-Encounter. Ja. Jetzt hören wir uns die nächste Unit ab. Ja, kriegen wir auch gleich das Item, von dem ich mir dachte, wann kommt das endlich? Weil im Casual dauert das so ungefähr eine Stunde, bis man hier ist. Ja, ja, und ja. Man denkt sich so, das obligatorische Metroid-Item, denkt man sich so, hey, wann bekommt man das? So, was er übrigens jetzt gerade hier macht, in dem Fall, er charged seinen Angriff, dadurch, dass wir einen White Beam haben. Und mit dem White Beam können wir den halt viel schneller kaputt machen. Und dann dadurch haben wir jetzt wieder Omega-Stream, Omega-Blaster. In dem Fall nutzen wir jetzt gerade wieder den Omega-Stream. Also das sind auch Quick-Charges. Genau. Wenn man während des Chargens in der Luft sich umdreht zum Beispiel, ist es instant aufgeladen. Man muss nicht... So hier haben wir auch einen ganz coolen... das ist eigentlich einer der coolsten Emmys, weil hier wir stehen da ganz am Rand und können da bis da unten hinschießen, dass die Emmy rankommt. Das geht halt super fix. Das ist eigentlich sogar eine der einfachsten Emmys, finde ich. Ja. So, jetzt ist sie kaputt, jetzt kommt sie runter und zack. Ja. Das war's mit der Emmy. Easy. Ganz entspannt. So, jetzt nehmen wir die nächste Ability auf. Was könnte das wohl sein? Ich habe es ja schon so ein bisschen geteasert, so als obligatorische Metroid-Fähigkeit. Ja, ja. Also eigentlich das, was man immer zuerst bekommt. Das ist eigentlich das, was man immer den Morph-Ball. Ja. Immer. Wir dürfen jetzt wieder als Ball rumwandern. Yay. Ich guck gerade, das waren jetzt 26 Minuten. Ich glaube sogar bei Casual sind es mehr als eine Stunde. Ja, tatsächlich. Also Casual dauert es natürlich um einiges länger, weil auch die Emmys tatsächlich... Man muss sich erstmal an die Emmys gewöhnen, unter anderem auch. Ja. Also gerade im Casual kann man sehr oft an Emmys sterben, wenn man nicht weiß, wie die fungieren. Obwohl ich sagen muss, irgendwie hatte ich Casual die Patterns von den Emmys besser drauf für den Counter als im Speedrun. So, jetzt gehen wir hier rüber. Wir können hier nochmal ein bisschen durchschießen, was halt auch sehr gut ist. Also wir wollen da unten eigentlich lang, aber da ist es heiß, deswegen müssen wir uns erstmal was holen, um Hitze auszuhalten. Was könnte das sein? Ich weiß es nicht. Chat, habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Es ist sehr heiß. Ihr habt doch übrigens noch so um die, ich sag mal, 20, ja, Minuten, so 20 Minuten für das Incentive. Ja, ihr könnt doch auf das Incentive, können wir auch nochmal kurz reingehen. Hedwig, ja, wenn du das Wort ergreifen möchtest, bitte gerne. Du dürftest einmal erklären, worum es da geht. Ja, vielen lieben Dank. Das werde ich natürlich gerne tun. Und zwar geht es bei dem Incentive darum, dass der Drogiga-Boss-Fight, der normalerweise heute geskippt werden würde, stattdessen gezeigt würde. Und dafür brauchen wir von euch nur, in Anführungszeichen, 100 Euro, die in Spenden reinkommen und diesem Incentive von euch in dem Kommentar zugeordnet werden. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, relativ zeitnah, wenn ihr dieses Incentive füllen würdet, auch eine sehr schöne Gesamtspendensumme zu erreichen. Vielleicht hat ja jemand Lust auf
1234 Euro. Einfach damit wir mal wieder eine schöne Zahl da stehen haben. Ja, klingt gut. Danke auf jeden Fall, Hedwig, dafür. So, wie ihr gerade schon gesehen habt, wir haben gerade so ein bisschen Wassermechaniken gesehen. Wir sind natürlich auch sehr langsam im Wasser unterwegs. Hier können wir auch übrigens super sliden einfach. Ist halt auch angenehmer und schneller in den Situationen, bis wir halt sonst morphen müssen. Ja, also in diesen Morph-Tunneln ist es grundsätzlich schneller, dann wo man kann, zu anmorphen und wieder zu sliden, als durchzumachen. Genau, es ist halt am schnellsten, um das zu machen. So, jetzt aktivieren wir die nächste Hitze-Energie-Quelle hier. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist sogar die letzte. Ist auch die letzte. Oh, Feuer, Hilfe, oh nein! Oh! Mensch, was machst du denn hier? Also es ist die letzte, weil einfach alles explodiert. Ja, es ist die letzte. Und es ist manchmal sehr gemein, wie die, also wenn man das Pattern nicht weiß, wie die Blöcke hoch runter gehen, ist es halt sehr uncool, aber eigentlich schafft man es easy peasy. Ich glaube, ich habe tatsächlich meinem ersten Casual-Gameplay sogar es verkackt. Ich glaube, ich habe es sogar verkackt. Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. So, jetzt hier einmal Rocket nutzen, so, hier gehen wir hoch, zack, gehen hier rüber und da wartet unser erster Suit, unser Varia-Suit, womit wir... Hey, Surprise! Hitze aushalten können! Wer hätte das erwartet? Etwas, um Hitze besser auszuhalten. Einen Eimer mit kaltem Wasser. Nah dran! Nah dran! Nur knapp daneben. Könnte auch funktionieren, eventuell. Nur hier im Spiel nicht wahrscheinlich. Nee. So, manche, ich weiß zum Beispiel unten da diese Missile Tanks, die man da sieht, die hätte man auch mitnehmen können. Ja. Aber nee, braucht man nicht. Nee, also ich habe eine fixe Route, was ich mitnehme. Also ich will am Ende so zwischen 60 und 70 haben. Ja, man hat ja auch meistens eine fixe Route, womit man das macht. So, jetzt gehen wir von Ataria rüber, wieder zu Kataris, weil jetzt haben wir ja was für die Hitze, damit wir halt auch etwas entspannter durchkommen. Also ihr seht, wie schon öfter erwähnt, wir haben sehr viel Hin- und Her-Tracking, das ist normal in dem Spiel. Es ist normal in allen Metroid-Spielen, glaube ich. Ja, so ziemlich. Wobei in dem Speedrun schon sehr viel rausgekartet ist, weil wir gleich dann straight von einem Item zum nächsten gehen und dann einfach zum Ende. Definitiv. Das beginnt so in 20, 30 Minuten, dass wir dann einfach anfangen, jetzt Schluss dem Spiel zu folgen, was das Spiel will, und wir machen jetzt einfach, was wir wollen. Genau. Also ihr werdet gleich noch ein paar coole Sachen sehen auf jeden Fall, womit das alles nochmal sehr, sehr viel oder sehr viel geskippt wird. Auch wunderschön anzusehen. So, hier gehen wir rüber. Gehen dann da runter, einmal hier rüber. Jetzt halten wir ja auch die Hitze aus, die da zustande ist durch den Varia-Suit. Weil normalerweise würdet ihr hier schon alleine jetzt schon Damage kassieren. Und das ist halt, wie Mick schon sagte, es ist nicht nur Tick, sondern ihr kriegt auch mehr Schaden über Zeit. Ja, es steigt exponentiell. Ja, es steigt sehr exponentiell. So, hier können wir auch nochmal reingehen. So, die Gegner wollen wir auch nicht besiegen. Das dauert viel zu lange, die zu besiegen. Es dauert wirklich viel zu lange, bis wir die besiegen, weil wir müssen die auch countern in dem Fall. Und das macht halt keinen Sinn. Deswegen lassen wir uns da Damage boosten und nehmen hier quasi noch ein paar Blobs mit. Wunderschöne explodierende Blobs. Baden nochmal kurz. Das ist tatsächlich gut. Wir wollen ja für unseren alten Bekannten frisch gebadet sein. Ja, vor allem ist es gar nicht mal so unwichtig. So, und jetzt sehen wir tatsächlich, wenn er schon sagt, altbekannt, ihr kennt ihn alle. Craig! Hallo! So, wie auch immer, wir nutzen Rocket Missiles in sein Maul rein, damit wir ihn besiegen können. Hier hat er so ein paar Mechaniken, die man auch bestimmt schon vorher kennt. Ich weiß nicht, ob die von ihm sind. Nee, die nicht unbedingt. Okay. So, im Prinzip, jetzt wirft er hier mit seinen Krallen rum, die können wir ausweichen. Oder auch nicht, machen sehr viel. Einfach ignorieren. So, hier kommen wir in der zweiten Phase. Theoretisch hätten wir auch. Nee, warte, schon von hier. Konnte man schon hier kontern? Nee, war? Nee, erst wenn man oben ist. Nee, erst. Okay, er gibt mir Glück und macht. Oh, er macht schon den ersten. Sehr schön. So, hier bleiben wir jetzt dran, machen Rocket Missiles rein. Und gewollt? So, gewollt ist, wir kontern, aber bleiben jetzt hier dran und nutzen weiter unsere Missiles, weil sonst, wie wir schon öfter gesagt haben und erwähnt haben, das ist halt doof, weil. Das ist so gesagt, man kann es als eine Art Quick Kill nutzen hier jetzt gerade, weil. Sonst machen wir weniger Schaden, der Fight würde länger dauern. Und so machen wir das jetzt ganz entspannt. So, hier kommt der Faustangriff. Das seht ihr, wenn er seine Augen nochmal so richtig schön pink leuchten. Ja, und wir wollen hier auch nicht runterfallen und jeder Treffer würde uns sofort runterwerfen. Ja, Treffer. Das war sehr schön. Das war schön. Vor allem nicht runtergefallen. Ja, ganz das passiert leider auch sehr oft, dass man hier schnell runterfallen kann, aber ja. Und wir haben den Diffusion Beam.
Mick, möchtest du erklären, was du dir... Ja, wir sehen, einen Plop da in der Wand und diesmal können wir den auch treffen, ohne zu klitschen. Der Diffusion Beam, wenn wir chargen und gegen eine Wand schießen, sieht man hier so links so gleich nochmal besser. So lila eine kleine Explosion. Genau. Und die können dann halt auch so ein bisschen, machen mehr Schaden an Gegnern und treffen dann halt so Plops in der Wand. Genau, und die sind halt, die haben eine gewisse Reichweite, sag ich mal, wenn wir dagegen treffen. Aber das können wir natürlich auch alles ausnutzen. Ja, das, diese Explosionen erlauben uns... Ich würde mal sagen, den größten Sequence Break im Spiel. Ja. Später. Ja. Und den sehen wir auch. Den sehen wir auch, den machen wir auch. Ja. Wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Ja. Ich meine, heißt ja No Major Glitches, ne? No Major. Ja. So, was, aber... Also, oder sagen wir mal so, der aber erzähl mir, was wäre ein Major Glitch? Ich weiß, ich kannte... Durch die Wand gehen. Also wirklich, es gibt sowas wie Shine Sinks, also so heißt der Glitch, dass man mit dem Speed Booster später dann verschiedene Inputs macht, sich dann durch einen Block hohe Böden und sowas durchfallen lassen kann. Ja. Es gibt Corruption Glitches, es gibt Teleportation Glitches, also es gibt sehr, sehr Major Stuff. Ja, und deswegen hat man sich darauf eingestellt, welche als nicht als Major Glitches zählen, sondern wirklich sagt, okay, die nehmen wir noch ganz normal rein. Vorher hatte man die Kategorie noch nicht gehabt, mittlerweile gibt es die, oder es gibt jetzt mittlerweile die Kategorie. So. Ja, deswegen habe ich einen Run in der Unrestricted. Da muss ich auch sagen, das ist ein sehr schwerer Trick, aber das ist ein guter Early-Ding. Also das, damit kann man wirklich early eingehen. Wir müssen versuchen, da an diese Wand hochzukommen, damit wir einen Walljump machen, damit wir auf die andere Ledge kommen. Das ist auch gar nicht so einfach, wie es aussieht. Der erste Sprung ist sogar noch leichter, der zweite ist schwerer. Der zweite ist schwerer, ja. Aber das Spiel hat so, ich nenne es immer das Donkey Kong-Prinzip. Weil bei Donkey Kong kann man ja auch immer von der Ledge runterrollen und dann noch in der Luft springen. Genau. Wenn man hier von der Ledge runter slidet, kann man dann auch noch eine ganze Weile, nachdem man in der Luft springt, nochmal springen. Genau. Aber auch nur, wenn man von der Luft runter slidet, nicht wenn man einfach runterläuft. Nee, also runterlaufen funktioniert nicht. Nee. Gut, in dem Fall, das war auch ein bisschen sehr eng, um da runter zu laufen. Ja, in dem Fall, ja. Also macht das nicht zu Hause nach mit einem Morphball, das funktioniert nämlich auch nicht, dass wenn ihr euch da als Morphball runterrollt, könnt ihr auch... Ich glaube, nee, da kann man gar nicht danach springen. Nee, Morphball auch nicht. Nee. Also könnt ihr auch nur machen, nur beim Slide. Aber ich glaube sowieso, wenn ihr euch in die Größe von einem Morphball drückt, dann habt ihr andere Probleme, als dass ihr dann in der Luft nicht mehr springen könnt. Bisschen. Aber nur minimal. Du würdest also nicht empfehlen, zu Hause nachzumachen, sich in einen so kleinen Ball zu transformieren. Nein. Es sei denn, ihr habt keine... Grapple Beam. Ja, es sei denn, ihr habt keine Knochen. Ja, es sei denn, ihr habt keine Wirbel mehr, die irgendwie essentiell wichtig sind, damit es überhaupt... dass ihr euch jetzt zum Wurf bei könnt. Was für ein guter lebenspraktischer Tipp. Auch das lernt man auf Speedrun-Events. Ja, oder? Ist doch spannend. Solche Grapple-Beam, mit dem können wir uns halt auch überall grappeln. Die sind übrigens auch gut für diese elektromagnetischen Felder. Damit können wir auch halt einiges halt an Sachen skippen. Oder Wege skippen, weil wir müssen ja sonst uns auch irgendwie nach oben bewegen. Ist auch ein bisschen schwieriger. Aber mit dem Grapple-Beam funktioniert das super einwandfrei. Ja. Spart sehr viel Zeit. So, jetzt sehen wir das erste Mal eine neue Map. Ne, jetzt geht's erstmal nochmal zurück zu der alten, wo wir eben auch waren. Darin waren wir schon? Ja. Echt? Ja, als wir den White Beam geholt haben. Ach stimmt, da war der White Beam, ja. Aber jetzt sehen wir mehr von Dairon. Jetzt sehen wir noch mehr. Sehr viel. Ja. Und bevor wir die Emmy in Dairon besiegen, gehen wir erst nochmal in ein ganz neues Gebiet. Ja. ich frage mich da, welches Gebiet das sein könnte. Ja, du. Andere wissen es nicht. Das stimmt. Jetzt müssen wir erstmal hier den Weg wieder zurück. Genau, jetzt gehen wir. Wir hätten hier jetzt auch oben den sicheren Weg geben können, weil wir jetzt einen Grapple Beam haben, aber nö, dauert länger. So, hier nehmen wir uns die Ledge wieder mit, weil ganz wichtig, nehmen wir uns die Ledge mit, dann können wir auch da runterfallen und nochmal rüberspringen, ganz entspannt. Hier nehmen wir tatsächlich wieder das Lava-Bad mit. Adam. Typisch wieder ein Adam. Vor allem, ich glaube, der Spredi, der sagt ja, Glückwunsch, du hast den letzten Boss besiegt. Weil eigentlich, das war auch ein Sequence Break für den Grapple. Ja. Aber so ein mehr oder weniger intended, das Sequence Break. Ja, der ist tatsächlich intended. Einige sind gar nicht intended. Später welche nicht, nein. Ich weiß, man konnte, war das nicht auch so ein Sequence Break für Craig mit Early Kill und sowas? Mit Bomben, ja. Genau, mit den Bomben. Da unten ist so ein Ding mit Bomben, wenn man da reingeht und das aktiviert, schießt einen das raus und schießt einen direkt in Craigs Bauchnabel und dann kann man da drinnen Bomben legen und Craig einfach direkt killen. Genau, das ist gewollt. Ja, das ist gewollt, aber es ist trotzdem in dem Fall langsamer für den Speedrun. Ja, weil wir müssen ja erst Bomben holen.
Wir haben ja noch keine Bomben, die holen wir ja jetzt erst. Aber ich gerade, Mensch, habe ich eine gute Einleitung gegeben, ne? Was das Item sein könnte. Als ob das gewollt war. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Strom anmachen, damit die Tür oben funktioniert. Genau, ohne Strom funktioniert auch keine Tür. Ja, weil die Tür ist schon da, das ist eine Missile-Tür, aber wir können sie nicht aufschießen. Weil das Missile-Schild, das ist so, ich bin eigentlich ein Schild und ich gehe kaputt, wenn ich von Missiles getroffen werde. Ja. Aber nur, wenn ich Strom habe. Richtig. Ohne Strom läuft gar nichts. Ohne Schild ist das, ohne Strom ist das Schild einfach unzerstörbar. Ich wollte gerade sagen, ohne Schild ist das Strom unzerstörbar? Okay, finde ich auch gut. Kann man auch so sehen. So, jetzt haben wir wieder Strom, jetzt gehen wir hier wieder hoch. Die Viecher sind auch ein bisschen interessant, sag ich mal. Also den ersten kann man einfach ausweichen, der zweite steht da so ein bisschen ungünstig manchmal. Ja, mal für gewöhnlich kann man beide auch recht gut wegbashen. Ja, und wir haben Bomben. Mensch, endlich wieder die Dinger. So nach fast 40 Minuten. Wie sieht es mit neuen Spielen aus? Reizt euch da direkt beim ersten Mal der Finger nach, wie lange auch brauche ich? Oder kennt ihr euch jetzt Profis auch noch beim ersten Mal zurückhalten? Ich habe das Spiel auch, obwohl ich vorher schon Super Metroid gespielt habe, ich kann neue Spiele immer super casual auch noch enjoyen. Same. Also ich versuche es auch. Ich glaube, es gibt einige, die wollen es gar nicht probieren. Also es gibt alles Mögliche. Einige, die machen es gerne oder wollen halt das casual genießen. Andere denken sich so, okay, wir versuchen einfach jetzt so schnell wie möglich eine neue Speedrun-Strat aufzustellen, mal gucken, was daraus wird. Ja. Meistens hat man ein, zwei Wochen nach dem Release erst richtig Zeit, um das zu sagen, okay, das geht auf den Leaderboard oder sowas. Ja. Dafür ist extra so eine restricted Zeit auch für also nicht bei allen, aber bei vielen Leaderboards drauf. Zu Recht. Weil es dann halt so die Leute gibt, ja, mein erstes Playthrough, wenn das Spiel rausgekommen ist, ich submitte das mal und dann hast du, wie bei Metroid jetzt, so, wo Weltrekord eine Stunde 10 ist oder sowas, und dann hast du aber deinen letzten Platz, so deinen Run, der dann das erste 8, Playthrough war, so mit 9 Stunden oder sowas, ja. Naja. So, Brenja, das Wassergebiet. Zum Glück machen wir nicht zu viel im Wasser. Noch nicht. Eigentlich generell sind wir nicht zu lange im Wasser. Nee. Es sei denn, ihr spendet jetzt noch ungefähr 5 bis 10 Minuten, ich sag mal 10 Minuten, dass ich Trogiga besiegen muss, denn das ist ein Unterwasserboss. Und ich habe noch keine Gravity Suit, wenn ich da hinten komme. Spoiler, es gibt eine neue Suit. Ja, komm, Metroid, Items sind bei Metroid immer die gleichen. Also, wenn ihr Mike Selected das Leben noch ein bisschen schwerer machen möchtet gleich, 5 bis 10 Minuten habt ihr noch, um dieses Incentive von 100€ vollzukriegen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und der weiße Ring definitiv auch. Hier müssten wir ein bisschen länger unter Wasser durch, aber wir haben uns Grapple Early geholt, deswegen können wir einfach durch. Deswegen kommen wir da super easy durch, kommen hier rüber. Bonk. Ja. Das ist normal. Das ist normal. Das ist normal. Die hitten euch eigentlich fast immer. Und den zu besiegen dauert viel zu lange. Ja. Deswegen nimmt man dafür gewöhnlich einfach den Treffer mit und sagt, ja gut. Ist halt so. Und wieder Adam. Apropos, wo wir gerade schon wieder in Adam sind. Meinst du, wir haben eine Spende reinbekommen, Hedwig? Weil da, irgendwie sieht das ein bisschen anders aus da von der Zahl. Ja, tatsächlich haben wir das. Und zwar 1€ von Dorian Snowball mit der Nachricht, die von Mulp gedrehte Flasche sagt, dass er beim MFM die Flasche Pokémon nicht mehr sehen darf. Entsprechend ein weiterer Euro für das Incentive der Blindfolded-Sektion von Mulp morgen beim Pokémon-Spiel. Ich bin selber gespannt beim Pokémon-Run. Ich meine, ich mache ja selber Pokémon-Runs, aber so Blindfolded habe ich mich noch nicht eigentlich rangetraut bisher. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Mulp das dann morgen machen wird. Deswegen, seid auch gespannt. Das wird bestimmt sehr, 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 sehr cool. Sehr lustig. Also generell der Mulp-Tober-Marathon, das wird Hype. Ja, ihr kennt ihn ja schon. Ja. Also du kennst ihn ja schon. Ja. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, da kann ich schon mal dem Interview gleich vorweggreifen. Also eins meiner absoluten Highlights bei dem Marathon wird der Mulptober-Marathon. Ich frag mich nur, warum. So, das... Also für mich teilen sich die beiden Items den ersten Platz. Also, ja... Aber Flash-Shift ist toll. Flash-Shift ist für kurze Strecken richtig gut, um schnell durchzukommen. Ja. Und das Item, was für lange Strecken gut ist, das sehen wir als nächstes. Ja, das sehen wir als nächstes. Genau, hier müssen wir tatsächlich auch diesen Flash-Shift nutzen. Also da wird es das erstmal richtig verwendet, weil ihr seht diese Sensoren unten auf der an der Tür. Damit müssen wir quasi arbeiten, dass wir da drüber flashen. Dafür ist es ausgelegt. Super cool. Macht Spaß, man kann damit sehr viel Unsinn machen. Vor allem an manchen Passagen. Vor allem auch an manchen Passagen ist es ziemlich lustig, weil
Ich mach das so gerne einfach. Du leuchtest! Ja. So, hier machen wir nochmal ein paar Pseudo-Waves. Kannst du mal kurz erklären, was du im Pseudo-Wave also meinst? Also Pseudo-Wave-Beam. Wave-Beam ist in dem Spiel der Beam, der durch Wände schießen kann. Richtig. Und hier schießen wir jetzt auch durch Wände. Nur halt, weil wir noch kein Wave-Beam haben, ist es der Pseudo-Wave. Genau. Da unten haben wir jetzt einen Block getroffen. Ich wollte gerade sagen, ihr habt gerade gesehen, dass er da schön nach unten geschossen hat mit einem Charge-Beam. Das sehen wir. Und das müssen wir quasi, also er buffert es in dem Fall jetzt gerade, weil in dem Fall können wir das halt nämlich... Wenn ihr euch quasi wieder umdreht und dann den Schuss loslässt, dann ja, ist Nummer 1. Ja. Dann könnt ihr quasi beim Umdrehen könnt ihr das halt perfekt buffern. Boah, sehr schön. Also links muss man einmal, rechts muss man zweimal, also rechts habe ich einmal verfehlt, links habe ich auch ein bisschen verfehlt, aber der Winkel da ist schon sehr präzise. Genau. Aber ja, Pseudo-Wave-Beams werdet ihr auch nochmal sehen, weil die sehr cool sind. Zwei noch. Vor allem einer der wichtigen, wenn das Incentive nicht gematcht wird. Ja, der nächste, der kommt, der ist, das ist der, womit wir den Boss kippen, den ihr noch donaten könnt. Und dann kommt noch einer, das ist nämlich das, was ich hier meinte, mit dem größten Sequence Break. Ja. Und dann sehen wir noch einmal später im Pseudo Wave Crapple Beam, würde ich mal sagen. Ach, der, ja. Ja, ganz am Ende. Aber, ja, der ist auch schön. Aber ansonsten war es das mit dem Pseudo Waves. Ja. Aber kann sehr viel ausmachen, gerade auch in Kombination, wenn man halt weiß, was man alles schon besitzt. Ich glaube nicht, weil das Spiel hat Flags und wenn ich einmal die Flags später habe, dann ist das Spiel in einem Setting, wo ich nicht nur der Boss als Musik klappt, kennzeichnet. Ja. Aber es kann sehr viel kaputt machen. So, wieder unter Wasser. Ja, zum Glück nicht zu lange. Ja, Gott sei Dank. So, einmal unter dem Boss wollen wir, oder unter dem Gegner wollen wir durchsliden, weil, bietet sich an. Dadurch, dass wir auch so langsam unter Wasser sind, können wir hier halt mit dem Grappling Hook auf jeden Fall ganz entspannt an diese Magnetfelder ran. Wir tricksen damit die Emmy auch aus und dann jetzt hier drüben. Ja, und jetzt kriegen wir nämlich auch direkt schon das nächste Item, was das Gute für schnell auf Langstrecken ist. Was? Jetzt schon? Jetzt schon? So, hier wieder erstmal ein paar Rocket Missiles, weil ansonsten können wir die Schale nicht besiegen von dem Kern. Ja. Die kann man auch mit Charge machen, aber. Ist zu lang. Ja. Dauert zu lange. Dann lieber hier die Charge Beams machen, damit es halt schneller geht. In den meisten Fall treffen 2 von 3 aufgeladenen Charge Beams. So, wunderbar. Wieder eine Unit down. Und das ist jetzt der gefährlichste Emmy-Encounter. Ja, also, der ist super weil man, gefährlich. Die ist zwar super langsam, wenn man die ganze Zeit auf das Gesichts-Face-Shield oder whatever trifft, aber sobald man einmal daneben schießt, beschleunigt die, weil ich kann es schon mal vorweg sagen, das ist die Speedbooster-Emmy. Ja. Und so benimmt die sich auch. Ja. Sobald man die einmal nicht trifft, ist die bei dir. Und du kannst nichts mehr machen. Also die ist auch casual eine der, wenn nicht sogar die allerschlimmste, weil auf einmal die so schnell da ist. So, und ihr seht schon gerade, wie die angerast kam, ne, bevor er überhaupt irgendwie sie getroffen hat. Jetzt treffen wir sie gerade so ein bisschen. Ja, deswegen ist sie jetzt langsam, aber... Jetzt haben wir es getroffen, ja, jetzt ist sie. Ja. Aber wie gesagt, einmal missen und die ist so schnell bei euch, ihr könnt gar nicht so schnell gucken. Ja, und das Aimen ist tatsächlich relativ präzise. Also da kann man schnell mal daneben schießen. Ja, definitiv, muss man auch sagen. Aber ja, Speedbooster. Absolut wunderbares Zeug, was man damit machen kann. Vor allem in dem Spiel. Man sieht es auch gleich schon direkt, weil wir werden mehr oder weniger eins der Shinespark-Puzzles jetzt schon gleich machen. Genau, wir haben hier Shinespark. Einfach, weil es schneller geht. Die Shinesparks kann man halt auch nur mit dem Speedbooster machen, aber sie sehen auch teilweise echt ultra schön aus. Ja, vor allem, weil man in dem Spiel alles machen kann. Man kann, man kann morphen währenddessen, man kann springen, man kann Walljumpen, man kann sliden und behält seinen Speed einfach, wie hier zum Beispiel. Ja. Das sieht alleine jetzt schon so schön aus. Wir haben eine perfekte Missile-Tank mit erwischt. So, hier sehen wir ja nur, was ist das aufgehoben? Das werde ich aber wahrscheinlich nicht treffen zeitlich. Nee. Ist aber nicht schlimm. Ja. Hier ist die Strecke lang genug. Hier ist die Strecke lang genug. Zack, können hier einmal hoch. Zack. So, und durch. Nehmen wir noch hier den Energy-Tank mit, den zweiten. Ansonsten skippen wir alle hier einen Walljump nach rechts. Easy peasy. So, hier wieder ein bisschen chargen, wunderbar. Ja, hier rüberlaufen. Da gehen wir hoch, weil wir da nach oben müssen auch. Zack. Ja. Hier grappeln wir jetzt das rüber und jetzt können wir hier gleich einen wunderschönen. Ah, doch nicht, die Stadt. Nee, weil dann bonkst du gegen die Wand und das dauert länger. Das ist halt so einer der Punkte, wo ich meine, auf kurze Strecken ist Flash-Schiff besser. Ja, definitiv.
Schade, das wäre auch nochmal richtig Broken Speed Booster mit Flash kombinierbar. Boah, das wäre ja richtig gemein. Schon. Also eigentlich ein Glück, dass die Programmierer das nicht eingebaut haben. Ich will gar nicht wissen, wie viel Spaß wir damit haben dann. Also wir sehen tatsächlich später im Run auch noch ein eines von den schwereren Shine-Spark-Puzzles. Oh ja. Das ist, ich würde in meinen Augen sagen, das zweit- oder drittschwerste im Spiel. Und da gibt es einige, die sind richtig tricky, aber auch richtig, richtig cool. Ja. Und, aber eins von dem erlaubt es uns, in einem Gebiet deutlich schneller von A nach B zu kommen. Deswegen machen wir das. Und das ist halt einfach super sick, dass man das im Speedrun macht. So, Ferenia. Ein tolles Gebiet. Ja, wir werden jetzt noch nicht viel davon sehen. Wir werden, nee, leider nicht. Das ist quasi nur übergangsweise, damit wir in das andere Gebiet rüberkommen wieder. Ja. Also wir werden hier ein bisschen Story bekommen. Ja. Wir werden sehen, was man mit dem Speedbooster noch machen kann. Und dann sind wir aus dem Gebiet auch wieder raus, basically. Ja. So, das ist einer der Chozo-Roboter. Ja, die Chozo-Roboter sind einer der quasi größeren Gegner, die wir bekämpfen müssen. Ja, und den bonken wir einfach zweimal. Genau. Einmal bonk. Zack, bonk Nummer 1, gehen hier rüber, gehen hier nochmal rüber, warten, bis der wieder da oben ist, damit wir hier unten hingehen können, können jetzt hier gleich wieder ein bisschen aufladen und bonken ihn noch bonk. Und fährt tot. Das war schon der Mini-Boss. Ja. Eine kleine Nachfrage von mir. Das Incentive müsste jetzt geschlossen werden schon, oder? Nee, ich sag gleich Bescheid. Aber wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Skip. Okay. Also es ist nicht mehr lange, egal. Ja. Dann also, nehme ich gleich mein Backup mit. Die nehme ich normalerweise mit. Aber also, wenn sich jemand noch danach fühlt, noch schnell 100 Euro zu donaten für das Incentive, dann also ihr wirklich habt jetzt noch, letzte Chance jetzt. Ich habe jetzt noch 2-3 Minuten. Also wenn ihr jetzt spendet, kommt es noch durch. Ja. Definitiv. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn du den nicht machen musst. Ich auch nicht. Achso, zur Info, ich will den eigentlich gar nicht machen. Der ist nicht gut für mich als Spieler. Deswegen, wenn ihr mich leiden sehen wollt, da habt ihr die Möglichkeit. Ja, genau. Dort habt ihr die Möglichkeit. Alles an den Host rauslassen. Damit das funktioniert. Aber ja, 2 Minuten ab die theoretischen, dann fängt es durch. Ja, weil wir haben es ja eben schon gemeint, das ist ein Unterwasserboss. Niemand will unter Wasser was machen. Was? Was? Warum denn nicht? Man, der eine will keinen Windtempel machen, der andere will hier keinen Wasserboss machen. Nee, Wassertempel will ich auch nicht machen. Aber warum denn nicht? Ist doch schnell. Wie viel Euro? 100. Ja, das Incentive hat noch nichts drin und es ist 100. Ja, also das Incentive hat leider noch nichts drin für... Aber ja. Genau, hier lassen wir uns jetzt runtermorphen. Also ich würde sagen, wenn der nächste Loading-Screen rum ist, dann würde ich Cut-Off setzen. Ja. Dann würde ich nochmal beim Host nachfragen, aber... Ja. Oh, Wassersequenz, wo wir rüberflashen können. Aber nur auch über Wasser. So. So, das ist der Loading Screen, danach ist Cut-Off. Ja, genau. Also der Loading Screen dauert jetzt noch so 30 Sekunden, ihr habt noch. Das wird ein bisschen schwierig für, glaube ich. Ja. Es sei denn, da kommt wirklich so ein Snipe rein. Vielleicht ist ja jetzt gerade schon jemand dran. Zeit ich bin sehr gespannt. Zeit ich habt ihr noch ein bisschen. Same. Erwarte gespannt neue Donations, die reinkommen. Aber dann kann ich ja jetzt mal in dem Load noch eine andere kurz vorlesen, nämlich 1 Euro von Mulp. Der schreibt, ich habe beim Flaschendrehen verloren. Das ist wohl ein weiterer Euro für das Blindfolded-Incentive. Okay, jetzt ist Cut-Off und ich hab den Counter nicht hochgehen sehen. Also, ja. Jetzt ist Cut-Off. Ja, nein, es ist leider nichts mehr reingekommen für das Incentive. Schade. Dann gut für dich. Fällt das heute leider flach. Ist halt so, mein Gott. Ja. Aber ja. Also ihr habt jetzt nicht unbedingt was verpasst, dafür seht ihr eigentlich eine der coolsten Sachen, um den zu skippen. Na, egal. Hier kann man ein cooles Speed Booster Movement machen, weil man auch mit der Geschwindigkeit im Morph sein kann. Aber du kannst halt komplett im Morph halt weiter durchballern und dich darüber sliden und das ist eigentlich ziemlich cool. Ist auch ein bisschen tricky, aber machbar auf jeden Fall, aber tricky. So, hier ziehen wir auf, gehen hier rüber. Wir lassen uns da vertreffen, haben wir ja schon mal gesagt, bis man die kaputt den macht. Den kann man schaffen zu skippen. Ja, aber das ist sehr, auch sehr tight. Das ist sehr tight, ja. Ja, definitiv.
So, den machen wir einfach nur einmal kaputt. So, und jetzt sehen wir eigentlich gleich diesen wunderschönen... Hier würden wir nach links zum Boss gehen, aber wir sagen... So, hier machen wir einen Slide Dash nach links und drehen quasi dann gleich die Kamera nochmal, oder also während wir hier chargen, müssen wir nochmal umdrehen, um dann quasi hier diese Ecke anzunehmen. Ja, da hat man schon den Schuss auf der anderen Seite rauskommen sehen, aber leider im falschen Winkel. Das ist auch wieder unser Pseudo-Wavebeam, den wir halt nutzen dafür. Der ist halt ziemlich precise, aber auch ziemlich cool zu machen. Ja. Und dadurch können wir auch diesen Boss einfach skippen, weil dann ist einfach komplett der Weg offen und wir gehen einfach darüber ohne Probleme. Ja, jetzt struggle ich gerade ein bisschen. Ah, da war er wieder. Ja. Wir müssen das auch zweimal machen, by the way. Ja. Da war eins. Eins. Yay! Wunderbar. Ja, das ging noch, damit kann ist okay, vollleben. Das ist vollkommen in Ordnung. Kann länger dauern, kann auch kürzer gehen. Es ist aber, wie gesagt, der Trick ist jetzt auch nicht gerade einfach. Aber einer der coolsten, womit wir einfach einen ganzen Boss einfach komplett skippen. Ja. Und wie du schon sagst, es ist ein Wasserboss und keiner mag Wasserbosse. Ja. Ja. Was meinst du, wie zuverlässig bist du gerade mit dem Run? Ganz gut eigentlich. Also ich... bin meist, also in Bestzeit ist tatsächlich so eine Stunde bei kurz vor Ice Missiles. Ja. Das bin ich jetzt natürlich nicht, aber das ist auch meine PB. Meine PB, da bin ich lange nicht rangekommen. Weil ich auch sehr rusty war. Meine PB habe ich vor drei Jahren aufgestellt. Ich wollte gerade sagen, da warst du auch sehr aktiv. Ja. Da warst du auch sehr aktiv. Aber ich würde sagen, solange ich Plasma Beam vor einer Stunde bekomme, in sechs Minuten, und das sollte drinne sein, ist der Run auf einer guten Pace, vor allem underestimated zu sein. Da bin ich mal gespannt. Aber ja, also man kann eigentlich sehr zuverlässig sein dabei. So. Hier ist wieder ein Roboter, den bonken wir einmal, weil wir können den nur einmal bonken. Ja. Pfui! Aber dann haben wir dem schon mal die Hälfte seiner HP abgezogen, also. Ja, mit dem Charge ist es halt sehr entspannt. Wir können halt so viel Schaden mit dem machen. Ja. Wir müssen natürlich ein bisschen hier und da aufpassen auf seine Klinge, weil die macht auch sehr großen Aua. Jo, ja. Und aber das war schon der Miniboss wieder. Wunderbar. Ganz entspannt. So, hier ziehen wir uns einfach da hoch. Genau, jetzt können wir uns hochziehen. Das ist tatsächlich Gewalt, dass wir das so machen. Ist ganz entspannt, da kommen wir auch hoch. Hier ein bisschen rüber. Da runter. So wie man es kennt. Jo. Metroid. Typisches Metroid. Und Plattformer. Genau, den ignorieren wir auch komplett. Hier haben wir wieder Adam. Ach, Adam. Echt mal. Emmy, was soll das? Oder ist es dann doch Eva? Na, vielleicht auch Eva. Genau, da können wir noch nicht lang, dafür brauchen wir dann die Ice Missiles, die kriegen wir aber auch noch. Ja. Der ist ekelhaft, wenn der so springt. So, hier haben wir schon mal Super Missiles. Das ja, Super Missiles sind auch wichtig. Auf jeden Fall auch schon ziemlich gut in der Zeit, also ja. Macht natürlich viel mehr Schaden. Schießt aber auch deutlich langsamer. Ja, definitiv. Und ihr habt gerade diese grünen Tore gesehen oder Schild in dem Fall. Die braucht man für die Super Missiles. Ja. Vor allem bei der nächsten Emmy, bei der nächsten Processing Unit, Central Unit, wie auch immer, wollen wir auch keine Super Missiles benutzen. Dafür haben wir da ein anderes Tool, womit wir die Schale sehr schnell machen können. Ich sag mal als Beispiel, ich sag nur mal Bonk. Bonk. Wir nutzen sehr viel Speed. Oh ja. Yeah. Und wieder zurück. Beziehungsweise wieder woanders hin. Ja, jetzt in das ganz kleine Gebiet. Ja, das kleinste Gebiet von allen. Ja. Hier gehen wir nur kurz rein, holen uns ein Item, besiegen den Boss und gehen wieder. Ja. Und dann gehen wir da auch nie wieder rein. Ja. Aber es ist lore-technisch sehr wichtig, worüber ich jetzt einfach mal nicht rede. Was? Es gibt eine Lore dahinter? Was? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich wollte nicht sliden, aber egal. Wee. Wee.
Genau, jetzt sehen wir das erste Mal hier tatsächlich eine neue Art von Gegnern. Ja. Also die X-Viren, die man von Fusion auch kennt, ja. Die waren hier drinnen eingeschlossen und wir haben sie jetzt mehr oder weniger befreit. Genau. Und warum? Weil wir es können. Jo. So, Plasma Beam. Ja, das, sie ist auf jeden Fall noch gut in der Zeit. Jo. Da habe ich keine Beschwerden. Ja, weil ihr seht ja auch diese grünen Schilde, dafür brauchen wir den Plasma-Beam wieder. Ich glaube, haben die irgendeine andere Funktion? Plasma-Beam? Achso, ja, stimmt, die brauchen wir für die Parasiten. Nee, das nicht, aber Plasma-Beam ist im Spiel, also in Super Metroid, der Beam, der durch Gegner schießen kann. Also womit man auch mehrere Gegner treffen kann. Ah ja, stimmt. Vorher sind alle Beams an den Gegnern immer abgefallen, also haben nur einen Gegner getroffen, dann ja. Hier kommt der Boss. Das ist auch der erste Moment, wo wir sehr mashen werden. Übrigens, da kann man dazu sagen, das Spiel auf dem Leaderboard sind tatsächlich Turbo-Controller erlaubt. Ja. Ich habe das auch mal mit Turbo-Controller gerannt. Aber ihr seht es auch gerade in der Kamera, glaube ich. Ja, ich bin hier gerade sehr am mashen. Ich muss auch mal ein bisschen mehr wieder rein. Alles gut. Ich kann auch ein bisschen hier rüberrutschen. Alles gut. Noch habe ich ein bisschen Space. Bei solchen Gegnern müsst ihr übrigens aufpassen, die können auch sehr, sehr, sehr viel Schaden drücken. Ja, jetzt kann ich den aber tot Damage boosten. Ja. Ich habe einfach nicht reagiert. Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt wirklich nicht reagiert, oder? Ich habe es nicht... Oder wolltest du es einfach mal demonstrieren, wie es auch daneben laufen kann? Ich dachte, das wäre aus irgendeinem Grund, dachte ich gerade, okay, ich bin fertig, ich muss nichts mehr drücken. Ich war einfach komplett Brain AFK gerade. Ich habe also nicht mal versucht zu drücken. Dann dachte ich so, warte, da war doch was. Wups. Hoppala. Vor allem, wir müssen diese Art von Gegnern noch zweimal besiegen. Ja. Normalerweise noch viermal, aber zwei von denen skippen wir. Ja. Wegen der Route, die wir gehen. So, während dieser Loading Zone würde ich einmal direkt nochmal das Wort ergreifen, wenn das passt. Jo. Du darfst während jeder Loading Zone einfach das Wort ergreifen. Das dauert eine Weile. Wunderbar. Dann darf ich euch auch gerne eine längere Nachricht vorlesen. Und zwar gab es eine Spende über 1,73 € von Blue mit der Nachricht, ich denke, es ist Zeit für eine Blue-Spende. Zwar ist meine Pizza durch unseren Ofen nun mit Plastik bestückt, aber den guten Zweck unterstützen ist wichtig und richtig. Ach ja, im Practice spielen wir mit der Wasserflasche. Wer verliert, spendet. Weiß nicht, ob ich das unterstützen sollte. Und Incentive, Batman-Schwierigkeit erhöhen. Vielen lieben Dank an dich, Blue. Schwierigkeit erhöhen für Batman oder was? Ja, genau. Ah, okay. Batman Arkham Asylum, eine Mod, mit der die Schwierigkeit auf Insane erhöht wird. Oh, auch spannend. Ja, stimmt, das habe ich schon gehört. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da gibt es so einige Runs auf jeden Fall, worüber man sich echt noch freuen kann. Oh ja. Ich bin ehrlich, ich habe mich nicht auf meinen Run gefreut. Der war interessant. So, die Emmy ist wieder aktiv, die waren eben kurz ausgeschaltet, alle ja, Emmys. Ja, genau. Hat einen Grund mit der Lore, warum sie ausgeschaltet waren. Jetzt sind sie natürlich wieder an, weil doof. Weil. Aber wir gehen jetzt auch direkt dahin, wo wir sie besiegen können. Ja. Mit einem kurzen Trick, nämlich einem Underwater Bomb Jump. Ja, Underwater Bomb Jumps sind super cool. Der ist auch nochmal für später wichtig. Ja. Um auch an ein Item sehr, sehr early ranzukommen. So, normalerweise kann man diese Plattform, wenn man die Eismissile hat, kann man halt natürlich auch einfrieren, dann sind die noch, bleiben die auch da. So, und hier machen wir jetzt die Schale einfach mit dem Speedbooster kaputt. Jetzt machen wir hier ganz normal easy Schüsse wieder rauf, so wie wir es halt kennen, und dann ist eigentlich gut. Ja, hast du gerade ziemlich gut gemisst. Ja, ich hab's auch gemerkt. Den da auch schon wieder. Ja, ja, da ist er da auch. Wunderbar. So. Ich habe auch eben, bevor ich hier runtergefallen bin, eine Tür aufgeschossen. Das hatte tatsächlich einen Grund. Das sorgt dafür, dass die Emmy gleich da spawnt, wo ich es will, und da den Weg lang kommt, den ich will. Ja. Ich gehe jetzt hier hoch,
stelle mich hier hin und die Emmy kommt da durch. Genau, die Emmy kommt dann von da oben, quasi wie bei der Speedbooster-Emmy, damit es halt noch schneller geht, weil die hat einen längeren Weg, die ist auch sehr langsam unterwegs, ja, im Vergleich zur Speedbooster-Emmy. Und wie ihr schon an der wunderschönen Farbe erkennen könnt, wisst ihr vielleicht auch schon, was wir gleich kriegen. Kein Ice Beam. Hey, in jedem anderen Metroid gibt es einen Ice Beam. Oh. Oder nee, ich glaube, in Fusion gab es auch schon die Ice Missiles. Ich glaube, da gab es die Ice Missiles, aber ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, nee, stimmt, das ist ja Lore, weil Samus ja kein Eis mehr aushält, wie ihrem Metroid-Gen. Ja. So, jetzt haben wir die Ice Missiles. Kein Beam, aber Ice Missiles. Tut's auch. Ja. Aber die schießen jetzt wieder schneller als nur die Super Missiles. Das stimmt tatsächlich. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Die machen trotzdem noch genauso viel Schaden wie die Super Missiles. Aber sie schießen schneller. Ja, was halt viel wichtiger ist. Ja. Ja, wer möchte denn auch langsamer Raketen haben, oder? Mal ehrlich. Ja. So, hier können wir jetzt diese ganzen Ranken, die so ein bisschen verbrannt aussehen, natürlich abschießen. Wir also die sehen nicht nur verbrannt aus, die brennen tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also man sieht es hier oben auch bei den beiden. Da hilft sie selbst unser Anzug nicht. Nee. Und der hält eigentlich Hitze aus. So, härtester Trick im Spiel, aber auch gleichzeitig größter Sequence Break im Spiel. Ach, kommen wir jetzt dahin. Das ist jetzt. Ah, jetzt kommen wir zu dem besten Skip überhaupt. Ich bin mir nicht sicher, in der Speedrun-Community, die jetzt entdeckt wurde, hieß es irgendwie, das Pixel Frame Perfect. Er ist auf jeden Fall sehr präzise, weil ich muss genau einen richtigen Winkel treffen mit Stick. Ja. Aber dafür habe ich einen Visual Cue und ich muss aber auch genau in einem richtigen Frame treffen. Ich weiß nicht, ob das ein 1-Frame-Window ist oder ein 5-Frame-Window, aber es ist sehr tight. Ich meine, es war ein 5-Frame. Ich weiß es nicht. Aber also, es ist tight, aber dadurch, dass du auch einen Visual Cue hast, geht es natürlich etwas entspannter. Ja. Weil wenn du keinen Visual Cue hast dahinter, dann ist es ein bisschen doof. Also ich bin tatsächlich auch ziemlich konsistent damit, deswegen denke ich nicht, dass es Pixel Frame Perfect ist, dass man schon ein bisschen Spielraum hat. Langsamen Raketen kann man besser ausweichen, das ist richtig. So, was wir jetzt machen, wir machen halt diesen Speedboost hier hin, machen halt diesen Angriff und jetzt warten wir tatsächlich bis... Ihr seht den da unten, ich lasse dich mal kurz machen. Ja. Na? Also man sieht schon, ich habe den Gegner gerade getroffen, aber ich will ihn genau so treffen, dass eine Explosion den Block trifft. Das Problem ist halt auch, die Pixel sehen tatsächlich anders aus hier. Auf meinem Monitor sehen die anders aus. Ich glaube, ich bin zu weit links gewesen. Da struggle ich gerade ein bisschen. Da habe ich mich vertippt. Das war mein Fehler. Op. Okay, ich muss nochmal machen. Ja. In der Zeit kann ich mal kurz erklären, was er hier gemacht hat oder versucht hat. Also wir haben hier so ein Pseudo-Wave-Beam, den wir halt versuchen mit diesem Gegner zu quasi auszutricksen, weil wir können mit einem gewissen Cue, ihr seht, er hat ja seine komischen Arme und wir wollen die in einem gewissen Punkt haben, damit wir auch halt, wenn wir ihn treffen, auch gleichzeitig diesen Blob erwischen, damit es explodiert und wir da runter können. Das spart immens viel Zeit ein, ist ein großer Sequence Break für uns persönlich, weil wir dadurch halt auch Sachen holen können, die wir nicht Early Game holen könnten in der Theorie und es ermöglicht uns noch halt ein bisschen eher. Aber das ist auch sehr precise. Also wenn ich gar nicht runter treffe, dann ist mein Winkel auf jeden Fall off. Ja. Ah, das war knapp. Also der Winkel ist gerade mein großes Problem. Weil ich mein Visual Cue da nicht habe. Na komm, in der Practice eben habe ich es doch auch schneller hinbekommen. Ich bin eigentlich ziemlich konsistent mit dem geworden mittlerweile, aber... Yay!
Das war gerade ein Akt, aber wir haben es geschafft und es hat nicht zu lange gedauert. Es hat zu lange, ja, aber es ist immer noch besser, als den ganzen Weg auszuprobieren. Oh, ja, also, ja. Also jetzt mal wirklich Tacheles. Es ist egal, wie lange ihr für diesen Trick braucht, es ist immer noch am besten, dieses so zu machen, als wenn ihr den ganzen Weg außen rumläuft. Das spart euch trotzdem. Ja, von dem Außenrum kommt man hier noch nicht. Ja, das ist das Schlimme daran. Weil das ist ein Late-Game-Item. Normalerweise kriegt man zwischenzeitlich erst den Spin-Boost, der einem nur einen Doppelsprung gibt. Richtig. Aber jeder, der Metroid kennt, weiß, Space Jump ist so einfach ein Infinite Jump. Genau, damit könnt ihr halt Infinite Jumpen, auch unter Wasser, was tatsächlich für uns nachher wichtig ist, beziehungsweise jetzt gleich wichtig ist. Ja, das ist das nächste Item, was auch ein Late-Game-Item ist. Ja. Weil jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, nee, Spiel, wir machen nicht, was du willst, wir gehen den Weg, den wir wollen. Richtig. Und ihr werdet gleich sehen, dass das alles, was wir machen, einfach nur noch besser wird. Aber das Härteste haben wir geschafft, tatsächlich. Ja, das ist wirklich, wie gesagt, einer der härtesten Stellen überhaupt. Und da kann man, es gibt ein Visual Cue dafür, wie gesagt, wenn seine Hände so ein bisschen verkehrt sind. Ich weiß jetzt nicht, welche Der äußere, der muss dann, im Hintergrund war noch so ein goldener Stachel, genau, der runterging. Der musste, die müssen gerade sich berühren, aber noch nicht überlappen. Genau. Und dann habt ihr, das ist quasi der Cue und der ist halt... Also das ist der Cue fürs Timing. Und der Cue fürs Aimen ist, weil Samus so in ihr Knie reinzielt und dann bildet sich aus dem Knie so in ihrem Arm, was dann so rein durchklippt, so eine Art Dreieck. Ja. Und das sah hier anders aus, als dass ich es gewohnt bin. Es könnte daran liegen, dass ich daheim vielleicht auf einem 4K-Monitor spiele und der das dann auf 1080 runterrendert. Das ist aber auch einer. Ah. Na dann. Ja, wobei, aber da gibt es die Switch direkt auf 1080 aus und der Monitor gibt nur 1080 aus. Ich hab's ja daheim über Capture Card laufen. Sprich auf einem 4K. Ich schieb's jetzt einfach mal auf irgendwas. Ich schieb's jetzt nicht auf die Technik oder sonst was, ich schieb's einfach auf irgendwas. Ja, ich lauf gerade falsch. Ja, du läufst falsch. Ich sag ja, die Emmy-Ebenen sehen immer gleich aus. Ja, die Emmy-Ebenen sehen wirklich gleich aus. So, hier gehen wir rüber, genau. Da können wir auch so wunderschön rüberspringen, einfach super entspannt. So, hier nutzen wir tatsächlich unseren Charge. Nehmen wir nochmal mit. Genau. Dann hier. Damit wir hier rüberkommen, damit wir da runterkommen, weil jetzt. Jetzt kommt der Loading Screen Simulator. Ja, jetzt. Ja, beziehungsweise, nee, jetzt noch nicht. Das ist jetzt erstmal nur der erste einzige Teleporter. Das ist nur der einzige Teleporter. Aber nach dem nächsten Item kommen drei Teleporter hintereinander. Ja, definitiv. Also, ihr könnt eigentlich schon mal darauf. Oder du kannst dich jetzt schon wieder einstellen, Hedwig. Das ist schon wieder Ladescreen. Das ist aber freundlich von dir. Ja, da, oder? Da kommt jetzt eine ganze Menge. Also da ist halt wirklich noch die ganze Zeit reden. Ja, da kommt wirklich eine ganze Menge. Nein, wir haben leider gerade noch keine neuen Spenden reinbekommen. Oh. Was natürlich niemanden im Chat davon abhalten sollte, einfach ein paar wunderschöne, kleinere oder größere Spenden für den guten Zweck an den Weißen Ring doch einfach mal noch in unsere Richtung zu schießen. Ich sorge auch nochmal dafür, dass der Spendenlink hier ganz prominent gleich im Chat auftauchen wird. Wenn ihr den also bisher nicht gefunden habt, hier ist er. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr spendet, das Ganze in Richtung verschiedener Incentives zuzuordnen, nämlich unter anderem dem Schwierigkeitsupgrade auf Insane für Batman Arkham Asylum. Da fehlen noch fast 250 Euro. Das dauert allerdings auch noch ein bisschen, bis das erreicht werden muss. Und für morgen zum Beispiel fehlen noch 117 Euro für die Pokémon Blindfolded-Sektion von Mulp. So, jetzt kommen wir zum nächsten zum nächsten Item, sag ich mal. Wir haben ein Eisgebiet, oh nein! Eis macht noch mehr Schaden, immer noch, weil dafür brauchen wir ein anderes Item. Aber gleich kommt das Item und bevor wir dann den Loading Screen Simulator erreichen, genau, spendet noch mal ein bisschen, damit der Mann neben mir ein bisschen Arbeit hat, die vorzulesen. Also nicht ich? Nee, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, die man jetzt gerade nicht sehen kann. So, kommen wir zu dem nächsten absolut wunderschönen Item oder Glitch, was wir jetzt hier machen. Wir versuchen jetzt, weil wir haben ja den Space Jump erhalten, womit wir uns halt jetzt gleich erstmal machen, weil wir wieder ganz normal versuchen, wir uns hoch zu boosten. So, und hier, das ist sehr precise. Wir wollen an dieser Ecke uns ein bisschen hochballern. So, das war perfekt. Das war schon perfekt. Wunderbar. Ja, damit habe ich tatsächlich gar keine Probleme. Das war schon perfekt. Na, ich habe damit teilweise Probleme. Aber früher ihr wollt. Ich auch Probleme also, damit, das Ding ist, ihr wollt über diese Wasseroberfläche mit dieser Ledge rüberkommen, damit ihr, wenn ihr draußen seid, halt euch nach oben ballern könnt. Und das ist wirklich sehr precise. Finde ich jedenfalls. Ja. Und damit kann man halt sehr viel machen. Und wir kriegen hier die Screw Attack, was uns jetzt das ganze Leben noch deutlich angenehmer macht. Ja. Übrigens, wenn man es
nicht hinkriegen sollte, kann man hier auch tatsächlich sich softlocken. Ja, man kann aber auch letzten Checkpoint laden, das ist in Ordnung, wie ich es jetzt zum Beispiel machen muss. Ja. Nicht Save Point, weil dann wären wir wieder da, wo ich immer so sehen gespeichert habe. Ja, genau. Nee, ihr könnt wenn ich nicht mal gespeichert hätte, wären wir am Anfang vom Spiel. Aber im Prinzip, ihr könntet euch da halt, ihr habt ja gerade gesehen, ihr wollt quasi diesen Shine Spark dann haben mit dem Speed Booster, damit ihr halt schneller durchkommt. Also man kommt tatsächlich auch ohne Shine Spark raus mit einem Bomb Jump, aber das ist so extrem hart. Den mache ich tatsächlich. Ja? Ja, weil ich krieg den Shine Spark da nicht hin. Normalerweise ist der eigentlich free, aber gerade will er irgendwie bei mir nicht. Nee, aber das ist tatsächlich, das kriege ich nicht hin, deswegen mache ich da die Bomb-Jump. Ich krieg den Bomb-Jump da nicht hin, das ist für mich too much. Also man kann ja gucken, ob ich es noch hinkriege. Warum will das gerade nicht? Mann. Nein, nicht Save Point. Definitiv nicht Save Point. Ja, dann kannst du auch den Run hinschmeißen. Dann ist Run over. Dann kannst du auch den Run hinschmeißen. Ja. Der ist eigentlich free. Ich glaube, ich drücke aber zu spät. Ticken wahrscheinlich. Ja. Ja. Doch. Wunderbar. So, da wollen wir jetzt schnell rüber, damit wir gleich da nach oben können und dann halt nach da drüben. Easy, ganz entspannt. Und so, jetzt nochmal. Genau, jetzt die nochmal, weil wir dann über rechts gehen und nicht da nach oben. So, komm jetzt da nämlich nach oben hin durch die Square Attack oder anderem auch, weiß nicht nur, aber macht halt viel aus. Gehen jetzt hier rüber. Hab ich zu spät gedrückt? Nee, hab ich nicht, aber ist egal. Ich mach das eigentlich eh lieber hier mit Space. Ja, ich auch. Man kann hier auch mit Speed Booster hoch, aber ich mach das viel lieber mit sieht Space. Sieht zwar sehr, sieht noch viel, sieht interessanter aus und hat auch mehr Stil, aber nein. Komm. So, und jetzt kommt Loading Time Simulator. Ja, viel Spaß, Hedwig. Also zwischen den Teleportern haben wir irgendwie nur zwei Räume Movement oder drei Räume Movement. Hallöchen. Ich komme einfach mal zu euch. Ja, das ist doch auch weil gerade nichts vorzulesen ist. Ah. So, mache ich es mir hier mal mit euch gemütlich. Damit die Leute mich auch mal sehen. So, ne? Wie gefällt dir denn der Run bisher? Oh, ich finde es gut. Ja, jetzt wirst du erstmal interviewt. Jetzt werde ich erstmal interviewt. Okay, ja, dann stellt mir eure Fragen. Stellt mir eure Fragen. Ich habe versucht, ein bisschen aufzupassen. Ja. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gespielt, weil ich diese Emmys zu gruselig fand. Ich habe die Demo gespielt, hatte den ersten Emmy-Encounter und habe das Spiel geschlossen und nicht mehr angefasst. Das ist meine Erfahrung mit dem Spiel. Ist eigentlich der erste Emmy-Encounter wirklich der allererste in der Demo? War das der zerbrochene oder wahrscheinlich nicht? Boah, ich kann es dir nicht mehr sagen, aber ich glaube, es war der Beginn des Spiels einfach. Ja, dann ist es die zerbrochene Emmy. Ja, die ist eigentlich, die kann eigentlich nichts. Ne, ich fand einfach diese Musik und diese Stimmung und die Kameraführung und die Slowdown und so. Ich fand das einfach gruselig. Ey, nächster Teleporter. Yay! Ja, mehr Teleporter. Und danach kommt gleich noch eine. Ja, wir haben ja gesagt, das könnte dort ein bisschen. Ja, ich leiste euch Gesellschaft. Das ist schön. Hab ja nichts zu tun. Ja, so. Ja, wir auch nichts. Echt mal, Chat, gib dem Mann mal Arbeit. Echt mal, gib diesem wunderbaren Mann mal hier ein bisschen Arbeit. Ja. Er liest so gerne Donations, weil er liest so gerne eure Nachrichten. Gönnt ihm den Spaß. Würdest du es aber nochmal anfangen wollen, jetzt wo du es nochmal gesehen hast? Das Ding ist, die Metroid-Reihe juckt mich schon so seit längerem so in den Fingerspitzen. Und ich habe noch nie ein Metroid-Spiel zu Ende gespielt. Ich habe Metroid 1 angefangen, nicht zu Ende gespielt. Ich habe Super Metroid angefangen, nicht zu Ende gespielt. Mir wurde jetzt zuletzt empfohlen, dass ich vielleicht mit Metroid Zero Mission anfangen sollte. Bester Einsteigertitel. Ja. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen auf meiner Liste von Spielen, die ich eventuell demnächst mal ausprobiere. Muss ich eigentlich auch noch machen. Also Metroid Zero Mission. Aber ja, ich verstehe, viele sagen bester Einsteiger-Titel auf jeden Fall und eigentlich würde ich schon danach sofort Metroid Dread sagen. Oder den 3DS-Teil, weil der ist ähnlich wie der hier, nur nicht ganz so flüssig. Ja. Hey, nächster Teleporter. Ah, ich werde abgelöst. Du wirst abgelöst. Verabschiede ich mich doch einfach mal on-cam. Ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit dem Rest des Runs. Ja, und, ist ja Gott sei Dank nicht mehr ganz. Aber danke, dass du hier warst. Ja, bitte. Hui. Noi. Ja, so kann man auch Leute mit integrieren, gerade zu solchen Ladezeiten. Ja. Oh, die Stühle sind super bequem, muss ich sagen. Die Stühle sind so geil. Ja. Ungelogen. Also, ihr könnt sogar Germans noch einen Gefallen tun, ne? Wenn ihr auf den Link klickt. Einfach nur raufklickt und euch das mal anguckt. Das macht auch schon viel aus. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben gesagt habe, nämlich das gewollte Shinespark-Puzzle. Ja. Und normalerweise müssten wir hier durch das Wassergebiet lange durch und das dauert wirklich lange. Ja. Oder wir machen hier das Shinespark-Puzzle, was nicht lange dauert.
und sind dann direkt unten. Ah, zu früh. Egal. Man kann hier die Blöcke zerstören und gleichzeitig einen Scheinspark bekommen. Aber das ist auch recht präzise. Aber das ist nicht das Schlimmste der Welt, wenn man es nicht schafft. Ja. So, jetzt nicht wie eben in der Practice vergessen, dass ich noch was machen muss. Ja. Ich dachte nämlich eben, dass das nach dem Scheinspark vorbei ist, aber nein, ist nein, nicht. Nein, da gibt es ja noch hier eine Sequenz, noch was. Deswegen, und dann kannst du erst da durchmachen. Ja. So, die lasse ich einfach gekonnt liegen, weil die ja. brauche ich nicht. Also ich will einen Backup holen, aber da hätte ich jetzt das nehmen können oder das nächste. Ich nehme das nächste mit. Ja. Nimmt sich nicht viel. So, Unterwasserlevel, ja. Ich will erst hoch. Du willst hoch. Ja. Du musst erstmal noch was machen. Ja. Ich muss erstmal da unten den Boden zerstören, damit ich runter kann. Richtig. Und wie machen wir das? Wir lassen einfach Explosion. Wir lassen einfach was sehr, sehr Großes drauf fallen. So, genau. Und was wir hier wieder machen, ist auch so ein bisschen einfach rüberschießen können wir. Wir haben diesen Diffusion Beam ja gehabt. Zack, das geht jetzt alles runter. Der Boden ist zerstört. Wir können jetzt darüber ganz entspannt. So, und für die meisten ist es eigentlich schon gar kein Geheimnis mehr. Wir haben es ja auch schon jetzt öfter mal gesagt. Nee. Hier hinter liegt dann der Gravity Suit für uns. Ja, und der lässt uns normal im Wasser bewegen. Ja, ganz normal. Und hat natürlich auch Damage Reduction. Und gegen Kälte. Und gegen Kälte, aber auch Damage Reduction. Ja. Also gegen normalen Damage. Oder hat er das in dem Spiel? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. In jedem anderen auf jeden Fall. Oder in fast jedem anderen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hätten wir das jetzt gerade durchgelesen, dann wären wir jetzt schlauer, aber... In Super Metroid auf jeden Fall, sagen wir es mal so. So, und jetzt können wir hier auch ganz entspannt wieder mit einem Flash durch... und das sind die, die ich mir jetzt mitnehme? Genau, das sind die... Ist der andere... Ja, jetzt habe ich 68 und das sind alle, die ich haben will. Ja. So, jetzt kommt ein Doppel-Chozo. Roboterkampf. Das ist der schwerste. Ja, also normalerweise geht er, aber heute in der Practice waren die mir nicht also die, gut. Ja, gesinnt. Aber der ist trotzdem einer der schwersten Doppel-Chose-Fights hier, weil du, wie gesagt, gegen zwei kämpfst. Ja, aber man kann sie halt so manipulieren, dass die eigentlich so stehen, dass du beide immer gleichzeitig triffst ja. hier. Genau, deswegen haben wir jetzt einen... Ja, da ist der erste nämlich schon down. Ja, der zweite kriegt der zweite ist gleich auch down. Ja. Wunderbar. Also das lief das viel besser als eben in der Practice. Also ihr müsst euch mal so vorstellen, in der Practice hatten sie so gar keine Lust. Der eine kam von rechts, der andere von links und dann immer abwechselnd und hier ich war und irgendwie auf 6 HP oder auf 9 HP und musste gucken, dass ich wirklich nicht getroffen werde. Und es waren beide noch am Leben. Ja, das ist schon. Also er kann auch sehr schnell in die Hose gehen. Ja. Gerade dieser Mini-Boss-Fight. Also ich glaube, der hat eben in der Practice irgendwie 3 bis 4 Mal so lange gedauert. Ja, hat er auch. Wahrscheinlich 4 bis 5 Mal sogar. Ja, definitiv. So, und jetzt sind wir auf dem Weg ins letzte oder das vorletzte Gebiet. Wir müssen da noch ein paar Items sammeln, die wir brauchen, um 1-2 Türen zu öffnen. Und dann sind wir auch schon am Endgauntlet. Also ich würde sagen, Estimate sollte gerade so noch drin sein, ja. Ja. Ich denke. Wird schon passen. Glaube ich zumindest. Ja, und jetzt mit dem Squirt Tag können wir einfach auch, dadurch, dass wir Gravity Suit haben, können wir so, es ist jetzt auch kein Wunder mehr, wie wir nice. Ja. Boah, sehr cool. Sehr cool. Ja, die Augentüren muss man ja normalerweise countern und da zerstören, aber wenn man im Speedboost einfach gegen rennt, sterben die auch einfach. Ja. So, hier haben wir übrigens einen Boss, der, also auch wieder ein Mini-Boss, der immer größer wird. Hier sehen wir da hat er meinen Scheinspark abgefangen, also mein Flash-Shift. Egal, das ist nur die Mittelphase, das ist ein normaler Gegner noch. Ja, aber und der ist wird erst beim letzten relevant. Ja, nämlich jetzt. So, der kommt jetzt eh auf mich zugerannt. Dann kann ich nämlich so und bam. Bonk. Einmal bonken. Und das macht schon mal viel Schaden, dann ist der auch deutlich schneller. Das ist so der Boss, der ist die Definition von nicht greedy werden. Ja. Weil man wird hier so gerne greedy und das Problem an der Sache ist, diese Projektile von dem, die machen so viel Schaden. Die machen immens viel Schaden. Ja. Also man unterschätzt es trotzdem ganz gerne. Die machen wirklich sehr deswegen viel Schaden. Deswegen bin ich hier auch sehr, sehr vorsichtig gerade. Ja, komm dann. Man macht das. Genau, das ist jetzt auch nur Sache, das kann uns verfolgen und je nachdem, wo das positioniert, geht es auch in alle Richtungen. Ja, das hat zum Beispiel jetzt getroffen, das hat schon ziemlich viel gemacht. Hier, bonk mich mal, damit ich dich bonken kann. So, und damit haben wir Crossbombs. Ja. Weil, ihr habt schon gesehen, diese ganzen Linien, in die seine Sachen oder seine Projekte hier gelandet sind. Das hilft uns jetzt können auch. Können wir ganz jetzt viel. Auch. Das können wir jetzt auch. Und das ist ziemlich gut und effektiv gegen Gegner, weil die wenn wir Crossbombs machen, gegen solche Bosse, wo wir nah dran stehen, macht das sehr, sehr viel Damage. Es hilft uns auch, über solche Brücken wie hier zu kommen. Genau. Oder uns nach oben zu schleudern. Dafür ist es ja eigentlich gedacht, also hauptsächlich gedacht, aber die Crossbomben sind ziemlich gut, auch gerade für gewisse Gegner.
spezifisch der Endboss. Ganz spezifisch der Endboss. Ich weiß, ich glaube, ich habe den mal bei dem Experiment damals benutzt, tatsächlich. Ja, den sehen wir hier nicht. Nee. Ist übrigens auch Boss. So, darf ich mich mal kurz vorstellen? Ich bin jetzt der Tomel, der neue Host der Schicht, und ich werde sozusagen das jetzt noch begleiten bis zum Feierabend. Sehr schön. Hallo. Hi. Hi. Kennt ihr das, wenn man Wasserfall schluckt und man plötzlich einfach Bauchschmerzen des Todes hat für ein paar Sekunden? Nein. Da hinten kennt's jemand. Ist mir nämlich gerade auch passiert. Man schluckt einfach falsch und plötzlich hat man Bauchschmerzen, nee, weil es irgendwie falsch im Magen landet. Also ich kenn's eher, dass ich dann Halsschmerzen habe oder sowas beim falsch schlucken, aber okay. Aber nee, kenne ich nicht. Da hinten kann's jemand, das habe ich gehört. Ich glaube, es war sogar Blue. Bin mir aber nicht sicher. Genau, den wollen wir natürlich auch damit besiegen. Macht's halt entspannter, weil dann kommen wir auch da ganz entspannt durch. Die Gegner sind auch sehr easy. So, und das ist Pseudo-Wave-Grapple, das, was ich meinte. Die meinte ich tatsächlich, ja. Dieser Extended-Grapple. Ja. Weil normalerweise sollte man den Block nur von der anderen Seite treffen können und außen rumgehen, aber, ja, aber wir können das gleiche machen wie eben, wo wir den Boss geskippt haben, nur halt mit einem Grapple-Beam aktiviert. Das war nämlich das, was ich meinte. Ja, das meinte ich auch. Ja, okay. Dann haben wir vom gleichen gesprochen. Wir haben vom gleichen gesprochen, nur andere Namensdefinition. Auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das doch Extended Grapple ist, glaube ich, sogar der richtige. Ich glaube, Extended Grapple war also der ursprüngliche Begriff auf jeden Fall. Ja, das kann gut sein. Weil du extendest ja deinen Grab auf die andere Seite, damit du es rüberziehen kannst. Kann mich aber auch hören, aber meine vielleicht, das stand in den Notes oder so mal drin. Das kann sein. Mit Namen habe ich sowieso nicht. Ach, braucht man sowas? So, ihr seht da schon so einen wunderschönen Purple Sheet. Man könnte vielleicht vermuten, was man jetzt noch bekommen könnte als Item. Ja, definitiv ein Purple Item. Purple Item, ja. Aber was für eins? Ich meine, wir haben schon die ganze Zeit Pseudo-Waves gemacht. Ja. Aber wir haben noch gar keinen Wave. Wo ist der denn eigentlich? Ja, wo ist denn der? Ganz komisch. So, Emmy, wo bist du? Boah, da unten? Ja, manchmal ist die da direkt bei der Tür. Das ist ja. Aber die ist ein bisschen. Die ist okay. Das ist eine okay. Ja. Die darf ruhig da unten bleiben. Vor allem diese Sequenz ist normalerweise so gedacht, dass man hier noch keine Gravity hat. Das heißt, die Emmy ist im Wasser langsam, du bist im Wasser langsam. Ja. Und ist das so eine Slowdown-Chase. Aber da wir uns Trappel schon geholt haben, ist das absolut easy. Das ist dann einfach viel entspannter, weil dadurch, dass wir jetzt halt schon Gravity haben, können wir jetzt auch vor der Emmy entkommen ohne Probleme. Ja, weil die Emmy schleicht dann da durchs Wasser und wir rennen einfach weg und die Emmy ist so, ja, are you kidding me? So, hier ein kleiner Damage Boost. Hier dann rüber. Der nächste Boss ist eigentlich auch casual, tatsächlich ein bisschen schwerer, ein ganzes Stück sogar. Ja, tatsächlich. Aber der kann uns hier gar nichts. Denn der Boss, man soll, also Speedbooster hat man hier schon, aber das machen wir, bonken den auf jeden Fall schon mal. Und man sollte hier noch keine Screw-Attack haben und das war zu früh. Nee, nicht mal. Das war doch gerade so on time. Ja. Und man kann den einfach mit der Screw-Attack ein bisschen anspringen und das war's. Ja. Der wiederum ist ein bisschen, also der Kern ist ein bisschen anders geplant, sag ich mal. Ja. Also, da funktioniert selbst, also Screw-Attack macht ihm Schaden, aber wir kriegen trotzdem auch Schaden, außer halt beim letzten Hit. Nee, ich war die ganze Zeit auf 99. Achso. Ich meine, ich habe irgendwie Schaden gesehen gehabt. Ich meine, oder? Ich weiß, aber er macht Schaden trotzdem. Naja, gut. Aber so, egal, wir haben Storm Missiles. Wirklich. Jetzt haben wir noch kein Wave Beep. Wo ist der? Kommt gleich. Irgendwann. Gab eigentlich das Experiment irgendwas? Das ist das, was eigentlich dir Screw gibt, weil unten das Gebiet ja eingefroren ist. Ach stimmt, es ist ja eingefroren und du kommst dann dadurch. Yeah. Ja, genau, da ist ja dann dieser Teleporter dann. Ja. So, das sind Storm Missiles, die müssen wir gesamt dreimal benutzen. Ja. Also wir benutzen sie auch für ein paar Bosse, weil es angenehm ist, aber wir müssen es dreimal benutzen für Türen. Ja. Und deswegen ist es mandatory, dass wir es mitnehmen. So, da unten ist die Emmy, ganz entspannt. Noch ist es gar nicht relevant für uns mit der Emmy. Ja. Erst später, genau, die Storm Missiles, damit können wir mehrere Ziele gleichzeitig anvisieren, womit wir auch mehrere, ich glaube bis zu 8 waren das, ne? 8 oder 9? Sicher, ich meine, es waren mehr. Okay. So, Oh, schon wieder! Das ist schon wieder passiert! Ich habe keine Ahnung warum, aber okay, whatever. So, du. Einer muss mal näher kommen, danke. So, weil jetzt kann ich beide gleichzeitig treffen. Ja.
der eine ist jetzt kaputt. Ja, den haben wir auch gebongt, der hat direkt die Hälfte seiner HP verloren. Also, wir müssen, warum wir sagen, schon wieder. Er hat im Practice Run das nämlich auch gehabt, wo er eigentlich einen Shinespark machen wollte. Auf den anderen ist also der auf den ersten ist der andere hochgekommen und hat den abgefangen in dem Moment. Ja, also ich wollte es eigentlich auch auf den machen, dann ist er aber weggesprungen. Da dachte ich so, ja gut, dann mache ich es halt auf den anderen. Während ich in dem Zug war, auf den anderen zu machen, springt der andere einfach rein und denkt sich, nee, das ist meiner. Ja. Also sehr ehrenhaft, ne, dass er sich da vorwirft, aber... Ja, ein richtiger Pro. Ja. So, hier wieder die Missiles, das war die Nummer 3. Ja. Das müssen wir nicht machen. Und wie ich schon erwähnt habe, Gravity Suit, wir sind jetzt kälteresistent dagegen. Alles sehr entspannt. So, und jetzt kommt die letzte Central Unit gleich. Ja, die letzte. Und die kann auch null machen. Nö, die kann. Was soll die großartig machen? Die haben Screw Attack. Ja, Fun Fact, die soll man ja auch noch nicht haben. Ja. Deswegen, es wird gebonkt und dann angesprungen und das war's. Ja, die ist dann sehr schnell durch. Also dafür braucht man auch keine Missiles oder sonst was. Okay. Sehr entspannt. So, einmal hier an, hinten, bonk. Und jetzt bonk. Kommt, zack, einmal Back. Drauf und das war's schon. Also ihr seht, ihr könnt es euch sehr einfach machen. Ihr könnt euch das Endgame eigentlich sehr einfach machen. Ja gut, die Emmy jetzt nicht. Also es gibt tatsächlich einen Quickel jetzt bei der nächsten Emmy. Ja. Aber das ist einfach Monka W, ey. Das ist nicht gut. Deswegen, ich mache da so ein semi-halbschnelles Ding. Also nicht ganz das, was intended ist, aber... So ein halbes Ding daraus. Ja. Also der Quickel ist tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Also ja. Es ist auch wirklich nicht für Anfänger gedacht. Muss man auch dazu sagen, aber Quickeln, ja. Also der Quickel besteht dann daraus, man springt, schießt die Emmy an, springt über die Emmy, rennt ein bisschen weg, schießt sie wieder an, rennt wieder ein bisschen weg, schießt sie wieder an. Aber das ist super sketchy und da oben ist die Emmy auch schon gekrabbelt, die Lila, ne? Ja. Und, aber wir machen es so, wir gehen jetzt einmal den halben Weg, ganz im Intended ist es, dass man da links oben steht, das machen wir nicht, sondern wir stehen jetzt hier rechts. Den bewegen wir nicht, den Block. Nee, dann kommt die Emmy von hinten. Sonst kommt die Emmy wieder von hinten und überrascht sie. Deswegen lassen wir den Block da gerade stehen. Ja. Damit wir einfach ganz schön in diesem Winkel einfach auf sie raufballern können. Ganz entspannt, ganz toll. Damit sie auch Schaden frisst ohne Ende. Und das Schild von der Emmy hier hält super viel aus. Ja. Also das dauert ewig, bis das kaputt ist. So, im Prinzip müsste... Müsste jetzt eigentlich. Jetzt eigentlich gleich. Ja. Und damit war es die letzte Emmy, die wir essentiell wirklich bekämpfen. Die wir richtig bekämpfen. Es kommt ja noch eine, aber das ist eine Cutscene. Die wird eigentlich unfair, ne? Wir bekämpfen die ganze Zeit so viele Emmys und dann kommt diese Emmy und die wird einfach nur gecheased. Ja. Vor allem, weil das die Emmy ist, die Samus eigentlich erstmal zu Boden bringt. Ja. Und dann wird sie weggecheased. Aber sowas von weggecheased. Und wir haben unseren Wavebeam. Ja. Endlich. Also die letzte Emmy gibt uns auch noch ein Item, aber das Item brauchen wir im Spiel irgendwie 2-3 Mal. Das ist einfach, wenn man nicht 100% spielt, das ist so unnötig. Ja. In älteren Spielen ist es wichtiger und besser, aber in dem Spiel hier nicht. Der Wavebeam, ja. Nee, ja, Wavebeam auch. Aber auch das nächste Item, was wir von Emmy bekommen. Achso, ja, ach, das Item. Ja. Das, worüber wir eigentlich gar nicht reden, weil eigentlich ist es nicht existent genug dafür. Ja. Vor allem, dass es so am Ende ist. Ja, deswegen, ja. Gerade deswegen ist es eigentlich total unnötig, dass wir das haben. Ich kann eigentlich schon sagen, was wir kriegen. Wir kriegen unsere Superbomben. Ja, Powerbomben. Ja. Und wir brauchen die... Einmal. Nee, zweimal vielleicht. Dreimal, um zum Boss zu kommen. Wir können sie beim Boss relativ gut benutzen für eine Attacke. Und that's it. Ja. Also außer man hat Lust und Laune, man kann auch mal beim Ausgang das nochmal nutzen. Ja, und halt beim Cleanup gibt es die Möglichkeit noch, dafür braucht man es halt, wenn man 100% spielt, ja. Weil einige Items dahinter sind, aber ja, das machen wir ja nicht. So, übrigens Screw Attacks, super OP, gerade auch bei diesem Maschinenwesen, yep. Absolut, machst 2 Hits, die fallen um. Da haben wir übrigens schon wieder einen gesehen. Ja, den müssen wir gleich bekämpfen anstelle von der Emmy. Ja. So, hier kommt die Emmy nämlich. Ja, haut uns erstmal um. Und dann ist plötzlich die Emmy weg und der Chozo ist da. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wir haben sie weggecheased. Ja, so in etwa. Also ihr habt es nicht gesehen, aber wir haben sie eigentlich nur gecheased. Und
Genau, die können jetzt so komische schwarze Strahlen spucken. Ja. Nicht unbedingt das Schönste, davon erwischt zu werden. Ja, die machen viel Schaden. Und hier muss ich auch immer wieder drücken. Diesmal denke ich dran. Vor allem musst du zweimal drücken. Ja. Nicht nur einmal. Und ich weiß gar nicht, ob der und der Nächste irgendwas Unterschiedliches können. Ich glaube, der Nächste hat einfach mehr HP. Weil die haben beide ein Schild. Die können beide das spucken. Die können... Ich weiß nicht, ob die unterschiedliche Attacken können. Ich glaube nicht. Na doch, der andere hat noch, wenn er runterkommt, quasi mit dem Speersprung, dann geht es noch. Nee, das machen die auch. Das macht sogar der Erste schon. Das sieht man eigentlich fast selten. Ich weiß nur, dass es der Zweite so oft macht. Aber der Erste nicht. Genau, jetzt. Also nicht der Erste, sondern der Allererste. Selbst der macht das schon. Echt? Ja. Nie gesehen. So, Powerbomb. Ey. Ja, Yay. Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, wie gesagt, ist halt eigentlich relativ unnötig. Ja, jetzt brauchen wir halt nicht. Ja, wir besiegen jetzt nochmal einen von diesen. Und dann sind wir auch beim Endboss. Ja. Und dann kommt Endboss und Escape. Und dann können wir mal gucken, wer der Endboss ist. Stimmt, Emmy. Nicht Eva? Ja, vielleicht auch Eva. Okay, ich hatte keinen Troppler gerade, das ist ein bisschen schade. Schieß die ab, damit ich eine Powerbombe bekomme. Denn dann muss ich gleich nicht auf die Station hier unten. Ja. Das ist besser. So, das skippen wir natürlich. Brauchen wir gerade nicht. Hui! Lol. Das hatte ich auch nicht, dass ich beim Runterfallen rechts gedrückt halte und nicht drauf gelandet bin. So, genau, den können wir auch komplett ignorieren da an der Stelle. So, da ist schon der andere Chozo. Genau, das ist der Gold-Chozo. Der hat, glaube ich, wirklich nur mehr Leben, ne? Ich glaube, ja. Weil die so ein Schild haben, mache ich für gewöhnlich einfach Storm Missile und warte, bis die mich angreifen, und dann ist das Schild nicht da. Man kann theoretisch den Schild auch wegziehen mit dem Grappling Hook, ja. Aber... Aber so kann man das Schild halt komplett skippen und dann halt einfach direkt da rein. Genau. Ich war mir nicht sicher, konnte man die Strahlen von denen auch nicht ausweichen, wenn du diesen einen, wenn du quasi Pseudo-Wave-Beam machst? Irgendwie. Die Animation davon? Also, dass wenn Samus so ein bisschen gedruckt ist? Nee, das geht nicht. Ah, okay. Also, warum ich das gerade überhaupt so gefragt habe, ihr werdet es gleich sehen. Warum? Das ist so cheesy, ey. Ja, also man wird es gleich beim Endboss sehen. Ich hätte fast seinen Namen gesagt. Spoiler! So, da gehen wir jetzt rein. Hey, es ist Mother Brain. Was? Wir haben Metroids hier? Was? So, jetzt noch 2-3 Räume und dann ist Endbosszeit. Ja. Hui, da hoch geht's. Aber dann ist der Run immer noch nicht zu Ende. Dann ist noch Escape. Ich meine, ein Metroid darf nicht ohne Escape enden. Was ist denn das? Wo sind wir denn hier? Was? Halt diesmal kein Save the Children. Save the Children. Ja, Save the Animals. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, die habe ich zu früh gelegt. Ah. Ja, okay. Ja, passiert. So, wir quatschen mal gleich nochmal. Nee, das können wir skippen. Das können wir ja Gott sei Dank. Das ist das einzige Gespräch, was wir skippen können. So, wir können es eigentlich sagen, wer denn der Boss ist. Es ist Adam. Ja, es ist Adam. Oder der Adam oder sich ausgibt als Adam. Ja, der Adam eigentlich gehackt hat. Ja. Und das ist unser Endboss. Ja. Der auch ganz am Anfang da war. Den haben wir da nicht gesehen. Nee. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ja, das ist Raven Beak. Raven Beak, wir skippen tatsächlich den Anfang und das ganze Intro davon. Dafür habt ihr ja schon gesehen, dass wir auch dann halt eine feste Zeit haben, sag ich mal. Ja. Die einfach dazu, also für Ingame-Time dazu addiert wird, weil... So, die erste Phase können wir eben nicht wirklich Schaden machen, außer während Kontern. Ja. Und deswegen, einen Konter kann man erzwingen, indem er sein Schild das auf Rot bringt. Ja. Und der zweite müssen wir hoffen, dass er uns gutes RNG gibt und uns einen Angriff gibt, den wir kontern können. Mal die Strahlen hier. Nach denen macht er immer die da ist der Konter. Ja. Dann ist das die erste Phase gewesen. Ja. Wunderbar.
First Phase, jetzt kommt Second Phase. Second Phase ist super entspannt hier tatsächlich. Wenn man so kann, ja. Ja. Also ich finde den Kampf generell super entspannt und mittlerweile sau cool. So, das meine ich jetzt, was wir gerade gemacht haben. Wir haben uns jetzt gerade zur Seite und wieder rückwärts. Und ihr seht, er kann uns mit seinem Maschinengewehr einfach nicht treffen in dem Fall, wenn wir richtig stehen. Ja, dann können wir den richtig gut punishen. Ja, es ist super. Es ist eigentlich super einfach. Kann man lernen. Okay, die Laserbeam kann man natürlich nicht umgehen, aber man kann ihn sehr schnell damit punishen. So, gleich ist es auch. Müsste demnächst die zweite Phase durch sein. Ja, lange macht er nicht mehr. Nee. Ein paar Hits auf jeden Fall. Das war's. Ja, das ist Phase 3. Phase 3 schlägt damit erstmal. Kann ich sogar Crossbombs legen, das macht ihm auch Schaden. Genau, deswegen haben wir auch gesagt, die werden im Boss dran sind. Das ist die Attacke, wo ich sage Powerbomben, weil das kann man mit einer Powerbombe gut wegsprengen. Ja, definitiv. Au. Ah ja, Crossbomben sind hier ziemlich gut. Jetzt macht er mal hier den Angriff. Das will ich nicht countern, genau, weil das macht dann wieder nur halben Schaden. Naja, also countern schon, aber nicht komplett. Also ja, die Sequenz nicht triggern. Genau. So, hier kommen, legen wir nochmal eine Powerbomb. Die kann man auch abschießen, aber ja, das blöd, den mache ich auch einfach mit einer Powerbomb. So, hier macht er nochmal seinen Angriff. So, sein Laser, hier nochmal eine Crossbomb hinlegen. Und das war's schon. So, jetzt nochmal hier countern, noch einmal countern. Und schießen ihn wieder. Ja. So, jetzt kommen wir aber zu der Stelle. Er ist eigentlich noch gar nicht tot. Also er war besiegt, aber jetzt kommt ein X-Virus angeflogen, der auch schon mal Crate absorbiert hat und verbindet sich jetzt mit ihm. Und jetzt haben wir so ein Ravenbeak-Crate-Monster. Ja. Aber das ist einfach cinematisch. Das ist eigentlich müssen wir noch dazu sagen, wir haben jetzt auch schon wieder eine neue Armor. Eigentlich haben wir nicht nur irgendwie Metroid-Gene drin, ja, sondern jetzt haben, auch noch, jetzt haben wir X-Parasiten drin, auch noch. So. Hier, man kann von vorne schießen, das dauert länger. Ich warte hier in Visual Cure, nämlich den, weil dann geht es schneller, weil man trotzdem warten muss, bis der zu einem getroffen ist. Man darf nur nicht zu lange warten, ansonsten frisst er auf und dann ist das Game over. Ja. Dann darf man es nochmal machen. Also nicht den ganzen Kampf, nur diese Sequenz. Ja. So, Emergency! Ja, nur noch escapen. Wird nicht ganz underestimated, ein paar Sekunden wird's drüber. Ah. Ach ja, und wir haben Laser. Ja, wir haben jetzt so einen Laser. Laser. Wir müssen auch eigentlich nicht mehr wirklich was machen, wir können auch einfach in den Gegner reinlaufen, die sterben dann auch. Ja. Also wie der hier, einfach reingelaufen. Oder dich. Oder dich. Ja, wir sind Parasit, wir haben... Könnt ihr einfach aufnehmen. So, hier lege ich keine Powerbombe, denn das ist ein Moment, wo eine Powerbombe das Spiel crashen kann. Ja. Das ist mir schon mal passiert auf einem PB-Attempt. War nicht schön. Also nicht PB-Attempt, ich hätte auch eine PB von irgendwie 2-3 Minuten gemacht vor 3 Jahren da. Hab hier eine Powerbombe gelegt und dann crasht mir das Spiel weg und ich dachte mir so, nee, ist jetzt nicht passiert. Ach komm, jetzt macht er auch nochmal einen Crash. Ich meine, ja, in dem Fall jetzt, Blue hat's auch hinbekommen. In dem Fall jetzt wäre es nicht so tragisch, aber... Nein, alles gut. Auch an die Tech, wir sind gleich schon ready for time. Ja. Also kommt in ungefähr einer halben Minute. Genau. Oder sogar weniger. Weniger wahrscheinlich. Ich wollte so Bescheid geben, nicht, dass es irgendwie... Ich meine, er kennt seine Emergency, aber trotzdem. Ne? Also Speed, hier kann man auch gute Speedbooster machen, das habe ich jetzt nicht getroffen. Time kommt... Genau, jetzt. Ja. Jo, das war Metroid Red. Das war Metroid Red. Schöner Run, muss man sagen. Ja, also auch an die, die das Spiel noch nicht gespielt haben, aber sie generell auch schon an der Metroid-Reihe interessiert sind. Storytechnisch ist das natürlich das letzte Spiel. Ja, Zero Mission ist storytechnisch sogar das erste und es ist ein gutes Einsteigerspiel. Aber wer wirklich geiles Movement und Metroidvanias mag, ach ja, der Ingame-Timer ist komplett für ein A. Den kann man vergessen. Mittlerweile ja, weil der sehr inaccurate ist. Schon immer. Und ja, also ich kann das Spiel sehr empfehlen. Sehr, sehr gutes, flüssiges Movement. Man fühlt sich auch einfach nur super sick, wenn man das spielt. Aber ja. Man fühlt sich gut damit, sag doch nicht sick.
Ah, die ganzen Bilder, die man freischaltet. Ja, das war wirklich ein fantastischer Run. Und möchtest du noch rüberkommen zum Interview? Ich komme noch rüber. Dann sage ich schon mal Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht, Mick. Ja, war cool, dass du da warst. Jo. So spontan. Sehr spontan. Also ich hab ihn was, das wurde heute Morgen unterhaltsam. Ich habe ihn was, das wurde heute Morgen um 11 oder 12 gefragt. Hey, hast du Bock, da zu kommentieren? Ja. Und er, oh ja, schon. Sure. Warum nicht? Ich habe es seit 2 Jahren nicht mehr gerannt oder mir angeguckt, aber ich krieg das bestimmt noch hin. Hat es ja funktioniert. Ja. Also, ja, danke auf jeden Fall dafür. War schön. Viel Spaß mit dem nächsten Run. Und noch weiterhin viel Spaß. Ich glaube, sogar der letzte jetzt dann. Für diesen Tag. So, jetzt seht ihr mich auch mal. Dauert noch einen kleinen Moment. Ich hoffe, das geht jetzt auch. Ich weiß, wie das funktioniert. Stimmt, von gestern. Nee, du hast vergessen noch zu. Hallo, jetzt hört man mich, glaube ich. Ja, jetzt hört man mich. Ja, das hört man gut. Also wenn die Batterie leer ist, dann Mann, das ist blöd. Also erstmal der One, der war wirklich tipptopp anzusehen, wo ich nur geschockt war über die Aussage beim letzten Boss, dass die letzte Phase sehr einfach ist. Weil als ich das Casual gemacht habe, ich bin wirklich, also 3 Stunden habe ich da wirklich für den Boss gebraucht, um den zu legen, vor allem durch die zweite Phase. Casual auch. Also wenn ich sage, die ist einfach, dann meine ich für mich, weil ich den schon so oft gemacht habe und einfach alles, was der machen kann, in- und auswendig kenne. Und auch lesen kann. Naja, als ich den Casual gemacht habe, ich habe für jede Phase immer noch mal 1 Stunde länger gebraucht. Also der Casual ist nicht leicht. Ja, also so locker einen halben Tag ging es bei mir. Das kommt auf jeden Fall gut hin. Und wie warst du zufrieden mit deinem Run? Ich war ganz zufrieden, war auf jeden Fall kürzer als der Practice Run heute, weil der war 1,43. Schade, dass ich trotzdem overestimate war, aber ich glaube, das war mehr oder weniger wirklich die Zeit, die ich für den einen Trick, für den Early Space Jump verbraucht habe, wo ich ein bisschen gestruggelt habe. Weil ich glaube, das war so ungefähr 1,5 Minuten, die ich dafür verschwindet habe. Ja, das könnte hinkommen. Also, ja. aber ansonsten ganz zufrieden. Meine PB ist ja eigentlich eine 1,29, also ein ganzes Stück schneller, aber die habe ich halt vor 3 Jahren aufgestellt, als ich das Spiel auch intensiv gerannt habe. Und um auf das Level wiederzukommen, dafür müsste ich das nochmal richtig, richtig grinden. Aber dafür, dass die PB 3 Jahre alt ist, top Zeit. Also damals war sie schon, ich sag jetzt mal nur, eigentlich war ich ziemlich stolz drauf, Platz 85 auf dem Leaderboard zu der Zeit. Von 6, 7, 800 Runs. Jetzt ist er irgendwie auf 130, 140 runtergerutscht, aber selbst das, bei so einer Menge Runs bin ich da auch stolz drauf. Definitiv hat es die 1000er-Marke schon erreicht. Kann sein, müsste man mal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht, wie das Leaderboard aussieht. Und machst du da auch noch andere Metroid-Games als hier? Ich habe vorher Super Metroid gerannt. Das will ich auch eigentlich mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe da bisher auch nur 100% gerannt. Ja. Ich kenne zwar auch die Route von Annie und habe das auch schon mal gemacht, aber noch nie wirklich in einem Run-Setting. Müsste ich aber mal machen, irgendwann mal. Ansonsten gerannt nicht, aber ich bin generell großer Metroid-Fan. Auch zu sehen an dem hier. Also ich halte es mal da so hin. Ich habe da ein Metroid drauf, also ja. Also erkennt man dich schon von Weitem als riesen Metroid-Fan. Sollte man, ja. Ja, und welches von beiden findest du da von denen, die du runst, am besten? Was Movement angeht, definitiv Dread. Da kommt Super Metroid nicht dran, weil ich habe es eben im Run schon mal gesagt, Super Metroid ist halt in meinen Augen gut gealtert, aber es ist halt trotzdem irgendwo, wenn man es nicht gewohnt ist, schon irgendwo ein bisschen clunky. Man kann sich super dran gewöhnen und das Spiel auch super lernen, aber ich sehe, dass das gerade für Neulinge sehr, sehr clunky ist und sehr, sehr
Jank. Definitiv, als ich hier Duet gemacht habe, Casual hatte ich dann hier über Nintendo Online halt Super Metroid gemacht und war erstmal buff. Es ist wirklich ein geiles Game, aber super schwer, wenn man erst das Neuere gespielt hat. Ja, also man, also das Spiel, wenn man sich mit dem Movement auskennt, kann das richtig, richtig Spaß machen. Und so jetzt Allgemeinbild betrachtet, habe ich da eigentlich keinen Favoriten zwischen den beiden. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die beiden so sich die Spitze auf jeden Fall teilen. Dann darunter wahrscheinlich Fusion Zero Mission. Darunter das Remake vom zweiten. Beide Remakes, das 3DS Remake und das inoffizielle, ist ein sehr, sehr gutes Remake. Also M2A. Darunter dann ja, das alte Metroid auf dem NES, das ist einfach nicht gut gealtert. Nicht gut. Und Prime und die 3D-Teile, darüber rede ich jetzt erstmal nicht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was deine Meinung zu denen ist. Also ich hab tatsächlich auch erst nur Prime 1 und 3 gespielt, weil 3 hatte ich damals auf der Wii, 1 habe ich mal nachgeholt, 2 muss ich nochmal spielen. Ich habe es tatsächlich auf dem Gamecube gespielt, Prime 1, und da war ich kein Freund davon, weil der Gamecube hat 2 Sticks, nutzt den zweiten Stick zum Aimen. Ich mag das einfach nicht, dass man gleichzeitig läuft und aimt und ist nicht meins. Ich mochte das am Remake auf der Switch sehr, dass man ein Dual-Stick-System hat und dann halt gleichzeitig laufen und also mehr Shooter-like, da mochte ich das schon wieder deutlich mehr. Hat sich deutlich weniger Jank angefühlt für mich. Deswegen, ich hoffe ja eigentlich mal, dass sie auch das zweite auf der Switch nochmal reporten oder sowas, damit ich nicht wieder mit den Jank-Steuerungen auf dem Gamecube machen muss. Das geistert ja auch schon gefühlt eine Ewigkeit im Internet rum, ja, dass sie das aber nicht machen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf Prime 4, wenn es denn dann rauskommt. Jetzt gibt es ja endlich mal was Genaueres. Ja, so nachdem nach fast 10 Jahren. Ja, nachdem sie uns hier ein Jahrzehnt hingehalten haben. Ja. Ja. Hattest du noch vor, irgendwas anderes zu Speedrun, außer jetzt Metroid? Also ich habe auch ein paar andere Spiele im Repertoire tatsächlich. Also richtig gelernt habe ich damals 2011 schon Super Mario World. Dann habe ich mehr oder weniger richtig gelernt Hollow Knight 112% APB. Und dann einfach mal so für so kleine Marathons, die ich in meinem Stream gemacht habe, dann immer mal so einfach mal eine Route gelernt, damit ich es einmal schneller durchspielen kann. Das war Demon's Crest Any Percent, Rayman Legends, Ori and the Will of the Wisps. Auch ein schönes Spiel. Auch sehr, sehr gut. Also man merkt auch schon so ein bisschen, bei mir sind so Metroidvanias so. Ja, ich merke schon. Stehen schon sehr weit vor oben. Was ich jetzt tatsächlich aber als nächstes lernen möchte, ist Mario Wonder. Einfach weil ich jetzt mal wieder zurück zu einem normalen Plattformer will. Also kein Metroidvania. Und ich bin tatsächlich sehr angetan von Super Mario Wonder. Ich finde das ziemlich geil. Da stehst du aber, ich glaube, fast alleine da mit der Meinung. Ja, die Speedrun-Szene ist da eigentlich ziemlich. Ach so? Die Speedrun schon noch einige, ja. Also viele finden das Spiel auch gut. Jetzt vielleicht nicht in der deutschen Community, aber so international ist das Spiel, erfreut sich eigentlich schon einiges an Beliebtheit. Ja. Genau, willst du noch irgendwas sagen, oder? So an sich nicht. Ich bin auf jeden Fall die ganze Woche noch hier. Man hört mich morgen Abend auch um die Zeit noch mal im Host und Samstag auch. Also bin ich dann auf dem Platz. Und ja, ansonsten spendet noch fleißig. Ist für einen guten Zweck. Definitiv. Und es sind nur eine schöne Incentives offen. Ja. Und gib den Hosts mal was zu tun. Die haben sonst hier richtig Langeweile. Genau. Der Tisch ist auf Rollen, habe ich gemerkt. Ja, dann danke für deinen Run und das war persönlich einer meiner Highlights. Das freut mich doch sehr. Aber wo wir bei Highlights sind, ich kann auf jeden Fall morgen Mulptoberfest empfehlen von Mulp. Wer hätte es gedacht? Wird richtig Hype. Und auch das andere von Mulp am Freitag, nämlich Wii Sports Lose All Sports Percent mit 5 Euro Percent. Sprich, ihr könnt 5 Euro spenden und euch, naja, nicht alles nach gutem Menschenverstand, einige Sachen von den Runnern wünschen, also von Mulp und Nuster. Sprich, die sollen ja eigentlich alles verlieren, aber ihr könnt auch mal 5 Euro spenden und sagen, hey, gewinn mal. Und dann müssen die das nächste Sport erstmal gewinnen. Also, das wird auch auf jeden Fall Hype.
Ansonsten, ja, auch, es war eben schon mal zur Sprache, das Batman Arkham Asylum, da freue ich mich sehr drauf. Generell viele Sachen, die ich jetzt vielleicht auch gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber ja, die Schedule hat schon noch gut einiges herzugeben, ja. Ja, das wird noch ein tolles Event und auch die schöne Summe von weit über 1000 Euro schon am zweiten Tag, das ist wirklich krank. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das toppen wir die Tage noch, definitiv. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch. Und wir haben ja noch was Schönes. Ich sag nur Thema Haare färben. Oh, habe ich was verpasst? Ja. Ach ja. Also das soll schon, habe ich gehört, feststehen, dass bei 2000 Gesamtsumme der Mulp sich die Haare färben tut. Der Mulp freut euch da sogar zu, ja. Ja. Sehr geil. Da haben heute also schon die ganze Zeit hinter den Kulissen gequatscht. Und also ihr habt es gehört, Chat. 2K und Mulp färbt sich die Haare. Wenn ihr schnell genug seid, hat er das morgen sogar schon bei Mulptoberfest. Genau. Spätestens aber bei V-Sports am Freitag. Und desto eher das halt gedroppt wird, desto mehr habt ihr davon. Ja, so ist es. So ist es. Genau. Ja, ansonsten, ich würde sagen, wir können auch noch mal kurz in die Pause wahrscheinlich. Das würde ich auch sagen. Die bereiten sich vor. Was kommt eigentlich jetzt? Little Nightmares. Oh, ein schönes Spiel. Ja. Und ja, spendet fleißig. Genau. Bis später.